Ja, ich halte es für eine der größten, sagen wir ruhig, Entdeckungen oder Schauungen Rudolf Steiners, dass er aus der Französischen Revolution, aus diesen Parolen mit der Liberté, Egalité, Fraternité, solche Dinge ableiten konnte, wo er sehen konnte, was dahinter steckt, wie in einem Volk ein Instinkt heraufkam. Es muss, die Gesellschaft muss anders gegliedert werden als vorher in diesen absoluten Sonnenkönigsmonarchien, Einheitsstaaten. Das ist eine Gefahr, es muss anders gehen. In der Schweiz. Die Schweiz verliert viel mehr Rechte. Absolut. Volksabstimmung, das haben wir ja alles nicht. Das haben wir alles nicht. Ich habe aber, Sie haben doch so ein Initiativrecht, oder? Auch angesetzt, dass man praktisch nichts machen kann. Das steht am Papier. Die Praxis ist anders in Österreich, ne? Wir können praktisch nichts machen. Also doch, auf EG-Ebene ist es ja dann nur noch mehr von oben. Also jedenfalls fallen viel mehr Staatsmonopole, nicht? Und bei uns hat der Staat alles in Händen. Ja, aber durch alles, er besetzt alle Posten. Es fällt aber durch ein Überstaatsmonopol. Das ist auch eine Verquickung von Staat und Wirtschaft, das ist uns eh klar. Mhm. Nur steht man dort mehr unter der Führung der Wirtschaft, was auch nicht gesund ist, natürlich. Und hier steht man, im Osten stand man mehr unter Führung des Staates. Und im Westen ist der Kapitalismus, der eignet sich also viel mehr an, die spannt die Politiker vor für seine Ziele. Und jetzt macht man also sogenannte Hearings in Urheberrechtsfragen oder anderen Fragen auch, nicht? Also die EG fängt immer mehr an, sich anzunehmen um die Kultur. Das Wichtigste dürfen wir nicht vergessen. Es gibt einen Parlamentsbeschluss der Kultur. Ich habe ihn ja da drinnen, habe ich ihn, sehen Sie diese Untersuchung. Im Auftrag der Künstlerunion, der Arbeitsgemeinschaft und der Gewerkschaft habe ich diese Untersuchung gemacht. Schon vor einigen Jahren. Wie wirkt sich ein Beitritt zur EG auf Kulturgebiet aus, von dem hat kein Mensch gesprochen, nur da geht es uns wirtschaftlich besser oder schlechter, von der Kultur spricht doch kein Mensch. Da habe ich mich dieser Aufgabe unterzogen, Beschlüsse eingeholt zuerst von denen, dann habe ich das gemacht. Ja, sehen Sie das Lesezeichen? Da ist ein Goldschatz vergraben. Gefunden, einen Parlamentsbeschluss der EG, liegt dort in den Ämtern, ist gedruckt im Amtsblatt. Entschließung zur Freiheit der Erziehung in der Europäischen Gemeinschaft. Parlamentsbeschluss, alle Fraktionen, Rot, Schwarz, Grün, Gelb, Liberal, Kommunistisch, von mir aus, alles, was da drin saß, sie haben das beschlossen. Und zwar als Portugal und Spanien beitrat, die ja ein sehr beschränktes und sehr klerikales, einseitiges Erziehungswesen haben. Da haben sie den Beschluss für eine Freiheit des Erziehungswesens in der EG gefasst. Ich hätte so gern, wenn die Österreich beitritt, dass man sich daran erinnert. Dann frage ich noch, das Verhältnis von Kunst, Wissenschaft und Religion gestaltet werden. Dann Arbeitslosigkeit lösen. Ja. Oder so, wie kann man das machen? Ach, und dann Berater von EG, da haben Sie ja... Ja, also das, was sich da dann mit diesen Verbänden abgespielt hat, das war meine Tendenz, die ganze Kultur muss sich organisieren, denn auch nach Steiner muss sie eine eigene Vertretung bekommen, bis ins Parlament hinein. Die Kultur ist nicht in keiner Weise da. Da kämpft einer gegen den anderen in der Kultur. Jeder Künstler sagt, der andere ist ein Trottel, statt dass sie sagen, aber gemeinsam müssen wir um die Rechte der Kunst kämpfen, nicht? Für die Freiheit der Kunst und so weiter, nicht? Was soll das im politischen Parlament? Oder sollte man das nicht gleich von außen? Nein, das ganze Parlament gehört doch von den Parteien weg. Die Parteien laufen sich tot. Weg! Und dann gehört, was gehört denn? Naja, die Wirtschaft, die Assoziationen müssen sagen, welche Gesetze will ich denn? Und wie sagen sie denn das? Ob in einer Kammer? Das Parlament muss ja nicht das sein, was es jetzt ist. Das ist ja jetzt ein Instrument des Einheitsstaates. Das muss es ja nicht sein. Aber ein Willensbildungsorgan, warum soll es das nicht geben? Und zwar, wenn das so ist, dass die Gesetze, die für die Wirtschaft sind, von der Wirtschaft kommen, die von der Kultur kommen, und dann der Staat das Recht nur zu sagen hat, was ist die rechtliche Form dafür, wo stoßt man an und wo nicht und so weiter, nicht? Dann ist es ja das Dreigegliedert, das sagt der Steiner selber. Bis hinauf eine Vertretung. Nicht unten und oben machen die weiter Politik.
Oben ist weiter der Einheitsstaat, nur das ist zu wenig. Weg damit. Läuft sich eh tot. Sie würden, weil ich, Sie würden das jetzige politische Parlament quasi dreigliedern. Das war die Endersverfassung in Österreich. Wie bitte? Das war die Endersverfassung in Österreich. Wo unter dem Dollfuss haben die versucht, das aufgelöste Parlament durch was anderes zu ersetzen, wo nicht mehr die Marxisten und die Klerikalen und was weiß ich drinnen sitzt, sondern wo die Gesellschaft sich vertreten kann. Da wollte man also einen Wirtschaftsclub haben, einen Rechtsclub haben oder Staatsclub haben und einen Kulturclub haben drinnen. Und das ist echte Dreigliederung, stand schon auf dem Papier, sollte eingeführt werden. Und dann kam der Hitler, hat alles weggewischt. Nicht? Ich frage mich, warum die Dinge so wenig zur Kenntnis genommen wurden von den Anthroposophen, dass ja wirklich wesentliche Ansätze da oder dort sind. Ich habe halt mir immer vorgestellt, man müsste so sagen, dass die heutigen Politiker die Finger weglassen von der Wirtschaft und die Finger natürlich weglassen von der Kultur. Naja, sollen sie ja lassen. Und dass man quasi neben diesem politischen Parlament ein Kulturparlament und ein Wirtschaftsparlament macht. Man muss es ja nicht Parlament nennen, ist ja ganz gleich. Aber wenn Gesetze von der Wirtschaft für die Wirtschaft zustande kommen sollen, nicht die rechtliche Form, das kann der Wirtschaft nicht, muss er nicht können, nicht? Sondern wenn es heißt, für den Handel braucht man die und die Gesetze und das wird jetzt zwischen Produzenten, Konsumenten assoziativ ausgegoren, na dann ist doch das die gesetzbildende Funktion der Wirtschaft, die ihre eigene Autonomie durchsetzen will. Ich brauche auch eine autonome Kultur. Die Lehrer und die Künstler müssen selber dort sagen können, was sie wollen. Und ohne Partei. Und der Staat ist dann nur der Dritte im Bunde. Der sagt, ja, also jetzt in meinem Verwaltungsgebiet, ihr habt die und die Gesetze immer gehabt und so weiter, was müssen wir ändern, wo nicht. Das ist jetzt rein der Rechtler, der sagt, vom juridischen Gesichtspunkt, das muss mit der Verfassung in Einklang stehen oder mit EG-Verträgen oder was es sonst ist, wie machen wir es jetzt, so oder so. Aber nicht mehr der, der Schule bestimmt, Wirtschaft bestimmt, die muss sich selber bestimmen. Da gehören Vertretungen her und es gehört unten schon, gehört die aufgebaut. Die Assoziationen unten sind ja auch schon das. Also das viel stärker durchsetzen noch, die Dreigliederung. Bis hinauf durchsetzen. Oben darf dann ein Präsident repräsentieren oder sowas, ne? Würden Sie uns was über Ihre Arbeit, vielleicht Ihre Arbeitsschwerpunkte sagen? Ja, wenn ich selber wüsste, was ich beruflich bin, weil ich so vielerlei gemacht habe mit 77 Jahren, da kann man schon auf ein reiches Leben zurückschauen. Mein Hauptberufsplatz war im Rundfunk, im ORF, seit Ende 1945 und mit Anstellung 1.1.46 und dort bis zur Pension. Heute bin ich 77, war also immer dort tätig und die Gewerkschaftsfunktion war etwas, was man dann daneben gemacht hat, später, das ergab sich, und zwar aus einem großen Kampf. In Österreich ging es um das Rundfunkgesetz, es gab keines. Und die österreichischen Parteien hatten den Rundfunk, wie das Kulturleben überhaupt, fest in den Klauen, beherrscht. Die Posten alle besetzt. Ich war wieder der, als ehemaliger Freiheitskämpfer, der also dann den Widerstand organisierte, gegen diesen Druck, auch einmal einen illegalen Streik organisierte, wo dann selbst die Besatzungsmächte davor kapituliert haben, weil der Rundfunk ein sehr empfindliches Medium ist. Und dann hat mich die Gewerkschaft eingeladen, ich möchte doch da mitwirken. Und da habe ich das Rundfunkgesetz entworfen, das österreichische, das dem Rundfunk Freiheit geben sollte, auch weitgehend gegeben hat von den Parteien. Jedoch haben die sich wieder gesetzt in das Kuratorium, haben das Gesetz dann geändert im Parlament und haben ein parteimäßig zusammengesetztes Kuratorium gebildet, an dem sie heute noch leiden. Denn das war also dann der Nachteil. Ich selber kam dann in Auseinandersetzung mit dem neuen Generaldirektor, ein Mann aus der Boulevardpresse, den die gewählt haben und ihm diktatorische Vollmachten gegeben haben. Dann war ich wieder in der Lage, obwohl er das Rundfunkgesetz hatte er von mir, das ihm Freiheit gab vom Staat und von den Parteien, und er hat jetzt sofort nach der Macht gegriffen. Wieder musste ich ihm Parole bieten, denn er hat also völlig zu Unrecht Leute auf die Straße geworfen und Verschiedenes getan, was nicht in Ordnung war. Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, wurde dann zur Strafe degradiert, in den Keller versetzt und so weiter. Musste 3 Jahre prozessieren, bis zum obersten Gerichtshof, habe haushoch gewonnen. Und dann war die Macht dieses Mannes gebrochen.
Und die Regierung, der damalige Bundeskanzler, hat dann meinem Rat gefolgt und das Rundfunkgesetz geändert. Denn das war die einzige Möglichkeit, diesem Massenmedium, das alles eigentlich beherrscht hat, auch die Journalisten beherrscht hat weitgehend, dieser Gefahr ein Ende zu setzen. Seitdem ist der Rundfunk, österreichische Rundfunk, nicht mehr die Brutstätte für so etwas wie eine neue geistige Diktatur oder überhaupt. Ja, natürlich gab es also weitere Beschäftigungen von Haus aus, anthroposophische Vorträge seit 1945. Ich war aus dem Widerstandskampf gekommen und man erwartete sich eine freie Welt. Wir versuchten auch gleich etwas für die Dreigliederung zu tun. Wir haben das genannt damals Demokratische Union von Widerstandskämpfern. Die haben den großen Musikvereinssaal gefüllt und ich hatte damals die Hauptrede zu halten und zu erklären, worum es also jetzt geht. Das wurde von den Alliierten und den neu sich bildenden österreichischen Parteien, das waren die Alten in Wirklichkeit, die sich wiedergebildet haben, unterdrückt. Das heißt, wir haben nie, das Statut wurde nie bei der Vereinspolizei wirklich genehmigt und erledigt, wurde also unterdrückt. Das war der erste Versuch damals, nicht? Also ich habe mich immer in dieser Weise irgendwie betätigt. Daneben gab es dann von der Gewerkschaft aus eine Initiative für die bildenden Künstler. Die hatten keine Verwertungsgesellschaft, dadurch kam ich mit dem Urheberrecht in Kontakt, habe das studiert und habe dann eine Verwertungsgesellschaft für sie gegründet und ihnen geholfen, war lang gratis der Generalsekretär dieser Verwertungsgesellschaft. Und da haben wir stark im Urheberrecht mitgewirkt, auch bei internationalen Organisationen, zum Beispiel bei der EU jetzt oder bei der früheren EG halt, nicht? Oder bei der OMPI, ja, das ist die Organisation für das intellektuelle Eigentum in Genf und bei der UNESCO und so weiter. Da gab es verschiedene Sitzungen, wo es um die Freiheit des Geisteslebens ging. Das war es ja, deshalb habe ich es gemacht, nicht? Denn das freie Geistesleben leidet am allermeisten zurzeit. Die Wirtschaft ist stark, hat ihre Vertretung international. Der Staat ist stark, besonders im Osten stark gewesen. Aber die Kultur, die Kultur ist nach Auffassung der Politiker Vorspann für die Propaganda, nach Auffassung der Wirtschaft Werbemittel. Aus. Eine Eigenbedeutung, eine geistige gibt es nicht im Zeitalter des Materialismus. Und dafür einzutreten jetzt, der Mensch ist frei, Widerstandskampf, der Mensch ist frei, das muss sich ins Geistige fortsetzen, nicht ein äußerer Kampf. Und das freie Individuum ist im Recht zu verankern, das Urheberrecht gibt die Handhabe dazu, muss ausgebaut werden entsprechend als Mittel des freien Geisteslebens. Das ist, glaube ich, also das legitime Interesse von jedem, der sich mit der Dreigliederung befasst. Denn da ist der Hebel anzusetzen, meiner Meinung nach, von der Kultur her. Die muss der Dritte im Bunde werden. Das haben wir dann auch von der Gewerkschaft vertreten, wenn Sie das anschauen. Kultur als dritte Kraft hat ein Vorwort des Präsidenten des Nationalrates, der zugleich der Präsident des österreichischen Gewerkschaftsbundes war, Anton Benja, wurde empfohlen also. Und da ist das drinnen alles verankert, nicht? In x Resolutionen, bei x Angelegenheiten, im Urheberrecht, über Verfassungsfragen, über alles Mögliche, wo so eine zwar sehr kleine Gewerkschaft, ganz viel kleiner als etwa die Bauarbeiter oder die Privatangestellten, aber doch sich zu Wort melden konnte und einiges erreichen. Wissen Sie, was wir erreicht haben? Erstens, die Verankerung der Freiheit der Kunst in der Verfassung. Es ging von dieser Gewerkschaft aus. Dreimal dürfen Sie raten, von wem. Da muss ein Anthroposoph drin sitzen. Das andere ist, die Erhöhung der Urheberschutzfrist knapp vor dem Ablaufen der Schutzfrist für Rudolf Steiner auf 70 Jahre, erzwungen vom Parlament. Denn sonst wäre der Urheberschutz für Rudolf Steiner in Österreich weg gewesen, das war höchste Gefahr. Hier war es ja auch nur 50 Jahre, nicht? Während wenn der österreichische Markt wegfällt, war es daher für die internationalen Buchhändler in der deutschen Sprache uninteressant, Raubdrucke zu machen. Also daher war das sehr wichtig. Es gelang in einem Dezember den Justizausschuss dazu zu bringen, mit x Telegrammen von x Verbänden, das wurde alles organisiert, telefonisch organisiert, nicht? Und dann hat er raschest wieder das auf die Tagesordnung gesetzt, war schon abgesetzt und es wurde die Verlängerung der Schutzfrist auf 70 Jahre, wurde also dann durchgepeitscht. Also Sie sehen, man muss eigentlich bis ins Parlament wirken. Wenn Sie sagen, das ist Politik, dann ist es Politik, ist aber nur eine Bezeichnung. Manche definieren Politik als die Kunst des Machbaren. Wenn es mit anständigen Mitteln und mit geistig richtigen Mitteln gemacht werden kann, warum dann nicht?
Es gibt Anthroposophen in der Politik, wenn ich nur an den Hafner in der Schweiz rechne, nicht? Erzähle an den Hafner. Wir sind befreundet auch, der einiges bewirkt und heute noch bewirkt in der Schweiz. Auch in Deutschland gab es solche Fälle, nicht? Aber die Parteipolitik ist es nicht. Ich persönlich lehne sie ab, denn die Parteien haben alle den Charakter eines Einheitsstaates im Staate. Das wollen wir ja gerade nicht. Die Parteien sind nicht nach Wirtschaft oder Kultur und so weiter und Recht gegliedert, sondern sie wollen selber die volle Macht auf allen Gebieten. Und daher kann man da so schwer mittun. Es ist ein Krebsgeschwür im Staat. Und daher die Parteiendemokratie kommt ans Ende. Ich will nicht Prophet spielen, aber sie ist jetzt in einem Stadium, wo die inneren Zerfallserscheinungen schon sehr stark sind in den Parteien und daher auch in der Parteiendemokratie. Und dann kommt die Verzweiflung, ja, wenn die Demokratie nicht, wie Churchill sagt, ist zwar schlecht, aber das Beste von allen Übeln, ja, was dann? Dann nur mehr die Diktatur? Stimmt nicht. Dreigliedrige Demokratie anstelle der Parteien, eben die Assoziationen der Wirtschaft, das Rechtsleben und auch die sich organisierende Kultur, die muss sich organisieren in der Vertretung im Staat. Ich brauche einen Anwalt. Kultur braucht einen Anwalt, das Geistesleben braucht einen Anwalt. Und warum nicht? Und Sie meinen nicht, dass von außen quasi die Kulturschaffenden sich selbst organisieren sollten? Ja, das habe ich ja versucht. Das habe ich versucht, so, obwohl das das Schwerste ist, was man sich heute denken kann. Das sind die Individualisten, die sich nicht organisieren wollen. Und in jeder Organisation, dazu gehören auch Anthroposophen, sehen Sie schon den Satan sitzen. Jede Organisation ist falsch. Und das stimmt nicht. Ich muss im Sozialen, ich muss auch Assoziationen bilden. Selbstverständlich, nicht? Und warum sollen sich die nicht hinaufvertreten? Und warum soll es in der Kultur nicht Ähnliches geben? Ich möchte darauf noch zu sprechen kommen dann, weil das ja in x Verhandlungen wurde das behandelt und wie es möglich wäre. Zu Ihrer Arbeitsmotivation. Kann man dann auch irgendwie, ist das jetzt... Zur Motivation, ja, mein was, Gott. Was begeistert Sie jetzt? Was bringt Ihnen die Kraft, sich für 30 Jahrzehnte lang... Wissen Sie, als Kind schon zwischen den beiden Weltkriegen habe ich erlebt, wie die Prügelbanden der Parteien durchs Land, durch die Stadt gezogen sind, wo an den Wänden hing das Gespenst des Kommunismus und das Gespenst des Nationalsozialismus Österreich von zwei Seiten sozusagen die großen Gespenster an die Wand gemalt hat. Sie waren es ja auch, nicht? Und diese innere Verzweiflung eines jungen Menschen, der dann sagt, ja, kann man da nichts dagegen tun? Und wenn die Welt untergeht, dann muss heute ich anfangen. Und ich werde schon andere finden. Und wo ist etwas? Und dann war der Vater da, der auch Anthroposoph war, selber ein alter Haudegen, war mal Offizier, bestausgezeichneter, mit dem Theresienorden, eine österreichische Auszeichnung gewesen seit der Maria Theresia, wenn man ohne oder gegen den Befehl eine Schlacht entschieden hat, unter Einsatz des eigenen Lebens. Höchste moralische Intuition, eine spezielle österreichische Einrichtung, die bei den Militärs auf der ganzen Welt bewundert wurde. Das ist moralische Intuition. Er hat den russischen Durchbruch an der Ostfront damals verhindert gehabt, als kleiner Offizier, verhindert gehabt im Ersten Weltkrieg. Er war so ein gewisses Vorbild da und war auch tadellos auch in der Hitler-Situation. Das ist auf uns Junge übergegangen. Mein Bruder ist dann im KZ zu Tod gefoltert worden und ich habe eben bei der Widerstandsbewegung gearbeitet. Und da bekommt man dann dieses innere Durchhaltevermögen, wo man also sich dann sagt, ja, und von der Anthroposophie immerhin schon so viel mitbekommen, dass man doch weiß, der Sinn des Lebens ist nicht nur in einem Leben begrenzt. Meine Einstellung war, als ich vor dem Volksgericht stand und es mir darum ging, ob ich geköpft werde, es ging dann scharf vorbei an der Köpfung, schlagt mir dann den Kopf herunter, ich komme wieder. Und das ist doch eine Einstellung, die kann man ja nur als Anthroposoph haben, also sonst findet man das ja nicht. Ne? Und wenn man diese Einstellung hat, noch so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, dass der Kopf gleich herunten ist, also wird man tun, was geht. Und das habe ich getan, heute bin ich 77 und tue es noch immer, soweit es geht. Man macht sich nicht beliebt damit. Ja, vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich sehr viel künstlerisch tätig war dann auch, weil mein Vater war ja Staatsopernsänger, meine Frau ist Staatsopernsängerin, Kammersängerin an der Staatsoper gewesen und an der Hochschullehrerin an der Musikhochschule und dadurch kommt man mit der Kunst zusammen, mit der Waldorfpädagogik, die Tochter wollte dann Waldorfpädagogik machen und da haben wir aufgebaut,
Behindertenkindergarten, dann haben wir durchgekämpft, eine Schule und so weiter, ein Konservatorium aufgebaut, die erste Waldorfpädagogische Akademie gegründet und jetzt das erste Oberstufenrealgymnasium mit eigener Matura. Also es wurde einiges durchgekämpft, auch auf diesem Sektor. Und das alles nebenbei halt so und ehrenamtlich, nicht? Aber man tut, wo es geht, muss man heute das unternehmen, was man kann, denn sonst geht es schief. Wir leben in einer ernsten Zeit und wenn da nicht jeder es einsetzt, wie es geht, und zwar praktisch. Darf ich das sagen, wegen der Dreigliederung? Es wird so viel diskutiert über die Dreigliederung, viel zu viel. Dreigliederung heißt, wie bei der Landwirtschaft, biologisch dynamisch, Schaufel in die Hand nehmen, los geht's. Und dazu natürlich dann die Vorträge und so weiter. Aber das Wichtige ist das Tun, sonst ändert sich nichts in der Landwirtschaft. Und genauso ist es in der Dreigliederung. Tun, das ist das Entscheidende. Und nicht jetzt wieder die Zyklen, wieder und so weiter, noch einmal, also die ersten Vorträge von Steiner, immer wieder dasselbe. Schön, richtig, notwendig. Aber wann greifen wir zu? Wann greifen wir ein? Und wenn man uns auch vorwirft, revolutionär zu sein, wir sind es friedlich und wir riskieren vielleicht einiges dabei, aber tätig sein, das ist das Wichtige, tätig sein. Sonst wird nie was draus. Sonst machen es andere einmal. Sie erwähnten vorhin eine geistige Diktatur durch das Rundfunkgesetz in Österreich oder das fehlende Rundfunkgesetz, dass der Staat einen Clown drauf hatte. Ist das ein Relikt aus der Hitlerzeit? Also weil es war doch das Medium von Hitler, waren doch die... Natürlich, ja. Jede Diktatur, jede politische Partei möchte Einfluss haben, natürlich auf den Rundfunk, besonders Staatsrundfunk, wie es damals war, und von da aus auf die Meinungsbildung einwirken. Aber so wie der Staat lernen musste, dass die staatliche Schule ihm keine Anhänger bringt und die Jugend dann anders denkt, als er sie erziehen wollte, so ist es auch bei den Massenmedien. Er glaubt, er kann damit lenken. Er zerstört mehr an Anhängerschaft, also gewinnt dadurch. Und so war es auch im Rundfunk. Und nach dem Hitler haben die österreichischen Parteien versucht, alles in die Hand zu nehmen, damit ja keine Gefahr entsteht. Aus einem begreiflichen Angst auch, natürlich, und vor allem auch vor der Besatzungsmacht, es war ja hier russische Besatzungsmacht, großteils im Osten, hat man versucht, sich zusammenzusetzen und alle Posten aufzuteilen unter den demokratischen Parteien. Das Ergebnis, ganz Österreich wurde aufgeteilt in Parteisitze, Pöstchen und so weiter. Die Gesinnung war dann nicht mehr maßgeblich. Man konnte nur eine Karriere machen, wenn man ein Parteibuch hatte. Und manche nahmen mehrere Parteibücher gleichzeitig, damit sie leichter Karriere machen. Und das bedeutet die Korrumpierung, die ohnehin schon durch Hitler so weit vorgetrieben war, wo man nicht mehr nach der Gesinnung handelte, sondern wegen des Druckes und wegen des Vorteiles. Und die wenigsten Menschen hatten die Charakterstärke, dann unabhängig zu bleiben. Und das war auch jetzt in der Demokratie der Fall, nicht? Und der Rundfunk, das wesentliche Element, wo die steigenden Massenmedien, die sich entwickelnde Rundfunktechnik bis zum Satelliten hin, die Grenzen sind ja schon wieder durchbrochen, die Souveränität im Äther ist ja schon nicht mehr wirklich, gibt es ja alles schon nicht mehr, der Staat ist ja bereits auf dem Abstieg, aber er versucht, er klammert sich daran, seine Bürger über das Medium zu seiner Meinung zu bringen. Und daher versuchte man immer wieder einen Rundfunk, der politisch gelenkt ist. Das ist die Politik, die ich eben nicht mag. Das hat eben mit dem eigentlichen gesellschaftlichen und sozialen nichts zu tun. Und da hat man eingesetzt eben dann zunächst einmal Parteifunktionäre immer wieder an der Spitze. Als das schief ging, weil eine Partei gegen die andere Krieg führte im Rundfunk und der Rundfunk dabei vor die Hunde ging, dann habe ich vorgeschlagen, damals, ich war ja im Rundfunk, nicht, habe ich vorgeschlagen, ein Rundfunkgesetz, dass das einmal ausmerzt. So geht es nicht weiter. Alle Rundfunkangestellten waren dafür. Die Gewerkschaft nahm sich dann an und hat gesagt, ja, was hast du für Vorschläge, komm doch zu uns und so weiter. Nicht? Und ich habe gesagt, ja, warum nicht, ich mache mal eine Kommission und ich komme zu euch und arbeite mal Gesetze aus. Und ich habe dann Paragraph für Paragraph verarbeitet. Die Kommission hat dann daran herumgewerkelt und so hat man dann ein Rundfunkgesetz für die Unabhängigkeit des Rundfunks beschlossen. Das stieß dann auf den Widerstand der Parteien. Dann haben die Journalisten ein Volksbegehren gemacht. Und es wurde durchgekämpft. Seitdem haben wir ein
Rundfunkgesetz. Es hat allerdings auf diesem Weg ein paar Änderungen gegeben, die es dann der damals herrschenden, und zwar mehr die konservative Partei, ermöglichte, einen allmächtigen Generalsekretär, Generaldirektor, Intendanten einzusetzen, der die Gelegenheit ergriffen hat, jetzt alles, was ihm hinderlich ist, aus dem Weg zu räumen. Und er galt als der Tiger im Fernsehschirm, war berühmt in Österreich und bis ins Ausland ist das überall gegangen. Alle haben ihn gefürchtet, weil er also sofort zugeschlagen hat, ein früherer Boulevardjournalist. Er ist es heute noch, ist jetzt im Abtreten. In der Zwischenzeit war er mal abgesetzt. Und dort kam es dann dazu, also dass man dadurch wieder dieselbe Situation hatte. Ich kam heute in die Schusslinie, wie heute immer, wie heute unter dem Hitler und sonst auch. Man kann ja nicht einfach zuschauen, was da geschehen. Und als ich gebeten wurde für einen armen Familienvater, den er auf die Straße völlig zu Unrecht unter Gesetzesbruch auf die Straße gesetzt hat, er war Betriebsrat, ich soll intervenieren, habe ich bei ihm interveniert. Habe ihm klargemacht, dass das nicht geht. So kann man nicht im Rundfunk regieren. Das geht nicht. Mit Gesetzesbruch und Gewalt geht das nicht. Und er hat sich das ruhig angehört, hat mich sehr durchdringend angeschaut, hat nichts drauf gesagt. Aber 14 Tage danach wurde ich degradiert und versetzt und so weiter. Musste dann zu Gericht, habe das 3 Jahre durchgekämpft. Die Nerven, die man haben muss, da können Sie sich vorstellen. Aber wie gesagt, man wird ja nicht mehr geköpft heute, das geht ja noch. Und habe es durchgekämpft mit einem großen Sieg, 24 Seiten. Gesetzesbrüche wurden ihm nachgewiesen vom obersten Gerichtshof dann. Ich musste es allein durchkämpfen, weil die Zeugen alle zu viel Angst hatten. Aber es ging und ich kam durch. Ja, und dann hat man vorgeschlagen, der Bundeskanzler wollte dann später doch nicht das erzwingen, das oberste Gerichtshof, und so ging ich spazieren. Ja, spazieren natürlich nicht. Ich habe damit das Rudolf Steiner Denkmal dann gebaut. Ich habe das, wollen Sie sehen, das ist dieses, es steht im Schweizer Garten, im sogenannten Schweizer Garten neben dem Südbahnhof. Das ist ein Monument, das aus einem dreigliedrigen System heraus geschaffen wurde, weil Rudolf Steiner sagt, die Natur ist auch dreigegliedert. Nicht? Er spricht von den Alpen da und sagt, da gibt es die Kalkalpen, Norden und Süden, dann gibt es in der Mitte das Schieferprinzip und dann gibt es das Urgestein. Und ich habe die interessantesten Steine aus den Alpen herschaffen lassen. Alles, was ich gewonnen habe in dem 3-jährigen Prozess, das Geld ging da drauf natürlich. Und damit wurde das geschaffen. Dann hier aus Marmor, das hier von Olling Jelinek aus Dornach, das Porträt von Hitler. Und dann hier wieder die Formen, die hinüberführen zum Urgestein und hier die scharfen Formen, die herüberführen zum Kalk. So dass man da hinaufgeht. Daneben ist dann, das ist hier nicht auf dem Bilde, ist eine Tafel auf einem Stein, die schildert, was ist Anthroposophie, was hat er gegründet, was hat er gemacht und so weiter, nicht? An einer Stelle, wo sehr viel Verkehr vorbeigeht, weil die Menschen durch diesen Park gehen nach rückwärts, dort sind dann Amtsgebäude. Und dass daher für die Verbreitung der Ideen Steiners sorgen sollte. Das war der Zweck. Wurde feierlich eröffnet mit Symphonikern und so weiter. Ist in die Obhut der Gemeinde gegeben worden dann. Ich schildere das alles so schnell. Es hat lang gedauert, bis das zustande kam. Viel Schwierigkeiten, viel Kämpfe. Aber heute steht es und erfüllt seinen Zweck. Also man tritt in jeder Hinsicht, wo es geht, für das, was richtig ist, halt ein. Und jeder, wo er kann und wie er kann. Und manchmal muss man sich die Gelegenheiten zu können, muss man sich immer kämpfen oder muss sie sich eben schaffen. Es geht ja schließlich nicht um uns, es geht ja um die Zukunft. Ja, der Rundfunk, die Medien sind natürlich eine Gefahr heute überhaupt, international, das ist ganz klar. Denn die Medien bedeuten heute, so wie sie sind, auch Satellitenrundfunk, natürlich ein Privatrundfunk auch, der sogenannte, bedeutet, dass die Wirtschaft die Kultur bestimmen will. Was früher der Staat wollte mit dem Staatsrundfunk, das wird heute überall über Satellitenwesen vom Kapital gemacht, das wieder seinerseits die Massen beeinflussen will. Und wie wehrt sich die Kultur? Gar nicht. Sie muss sich zusammenschließen. Gegen den Staat, gegen die Wirtschaft. Und muss ihnen klar machen, dass man nicht dagegen ist, sondern dass man dafür ist. Weil nur dann der Staat gesund ist und die Wirtschaft auch, wenn sie gesunde Menschen hat. Und dazu gehört der freie Mensch, die freie Persönlichkeit. Ist die Welt, ist die Gesellschaft gegliedert?
Ist der Mensch gegliedert? Der Mensch ist gegliedert, das kennen wir ja von Rudolf Steiner, nicht? Wir machen also Unterricht auch, sowohl in der Schule, dann auch im Konservatorium. Die ganze Schauspielschulung geht bei uns von dieser Dreigliederung des Menschen aus. Da habe ich die Kopfgestik, ich habe dann das, was also den mittleren Menschen betrifft, und ich habe dann das, was also mit den Beinen gemacht wird und so. Wir auch arbeiten da also durchaus dreigliedrig mit Anknüpfung an die Arrhythmie, was er da also gesagt hat und gegeben hat. Der Mensch ist dreigliedrig in seinem Denken, Fühlen und Wollen. Und was von ihm ausgeht, geht in die Gesellschaft aus. Aber weil Sie diese Frage stellen, ist sehr interessant, dass Rudolf Steiner ja in einer geradezu prophetischen Weise so viele Aussagen getroffen hat, die heute zutreffen. Es wird sich ein Europa herausbilden. Es wird eine Dreigliederung der Welt geben. Der amerikanische Block, der europäische Block, der asiatische Block. Wir sind auf dem Weg. Als ich in Japan war vor einigen Jahren und dort Vorträge zu halten hatte, an einer öffentlichen Universität, dann ist mir aufgefallen, wie auch eine Äußerung Dr. Steiners zutrifft, das Meer der Zukunft ist der Pazifik, nicht mehr der Atlantik. Jährlich eine neue Fluglinie wird gegründet, wird eröffnet von den asiatischen Staaten hinüber nach Amerika. Die Verlagerung ist eindeutig. Und wenn es so weitergeht, dann wird Europa eben nur mehr am Rande liegen. Der Pazifik wird sicher kommen. Sie stellen sich aber da jetzt, das wäre ja eine Art geografische Dreigliederung, aber die Dreigliederung, von der Steiner redet, ist doch eine natürlich sich gegliederte Dreigliederung. Natürlich, aber er sagt auch, dass die Tendenz besteht, dass diese drei Blöcke sich bilden werden. Und das ist schon deutlich auf dem Weg. Oder als richtige? Naja, etwas hat es damit zu tun. Das heißt, der amerikanische Block wird immer stark wirtschaftlich organisiert sein. Der Osten wird immer mehr aus dem Staat eine Religion machen und hat es ja gemacht. Sogar der Kommunismus war eine Religion, eine Staatsreligion. Und die Mitte hat die Aufgabe des freien Geisteslebens. Als Hauptaufgabe natürlich auch Wirtschaft. Aber wenn wir nur kopieren Amerika und nur kopieren den Osten, und in Österreich haben wir beide übel gehabt, na dann schaut es schlecht aus. Statt uns zu besinnen auf den freien Menschen, freien geistigen Menschen. Das ist die Hauptaufgabe. Er sagt es ja auch, Steiner. Kunst und Erziehung sollten die Hauptaufgabe hier sein, besonders in Mitteleuropa. Dann werden die Menschen von der ganzen Welt ihre Kinder hierher schicken zur Erziehung. Wir sind ja ein bisschen auf dem Weg, nicht? Mit der Waldorfpädagogik ein bisschen. Naja, es fehlt noch einiges, aber ein bisschen. Und man sollte sich nur dieser Dinge bewusst werden. Also es liegt schon ein bisschen etwas von der Dreigliederung auch da, in den Schwerpunkten liegt schon auch da drin. Nur die Dreigliederung meint natürlich die gesellschaftliche, ob in Amerika, ob in Österreich oder Europa und ob in Asien, die dreigliedrige Gesellschaft. Asien wird noch etwas länger dauern in dieser Hinsicht, weil die noch alte Strukturen haben, wo überhaupt noch nachwirkt der alte Priester oder Gottesstaat, und sonst nehmen wir die Araber nicht. Mit ihrem Fundamentalismus so geschwind kann da die Dreigliederung nicht kommen. Aber sie ist auf dem Wege in die Zukunft. Und Europa müsste vorangehen in dieser Erkenntnis. Und warum kann es nicht vorangehen? Weil das freie Geistesleben nicht verwirklicht ist. Wieder komme ich drauf. Die Kultur muss endlich einmal mobil werden und muss wissen, was sie will. Können Sie jetzt diese drei kontinentalen Bereiche von Westeuropa und Asien in Verbindung bringen? Direkte Verbindung mit Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaft? Naja, dass ein gewisses, beim Amerikaner eine bestimmte Fähigkeit liegt zum Wirtschaften, ein Hauptinteresse auf dem Wirtschaften, sodass er dazu neigt, sagt, womöglich Kultur ist auch eine Art Business. Nicht? Das liegt in der Auffassung mehr. Ich habe die Indianer studiert drüben und ich bin immer der Meinung, Amerika ist ein indianisiertes Land, das weiß es nur selbst nicht. Der Kaugummi stammt von den Indianern, der Jazz ist in Wirklichkeit indianisiert und so weiter. Ich habe so vieles drüben studiert. Zentrale Verfassung mit dem gewählten Häuptling, aber der die absolute Vollmacht hat und so weiter. Also Amerika ist in seiner eigenen Art einfach zu nehmen, wie es ist. Und es ist in dieser Weise gut, und die Amerikaner, ich habe mit ihnen zu tun gehabt, im Orient mit Wirtschaftsprojekten, sind äußerst realistisch. Viel bessere Wirtschaftsleute als die Österreicher. Man muss sie nur behandeln richtig. Aber ihr Schwerpunkt ist eben, ihr Hauptinteresse ist das. Und sie sagen dann ja, warum reizt sie dann so im Rundfunk die Werbung? Ich habe sie dann damals versucht zu erklären, in Amerika, in Chicago, einem Direktor einmal, der ganz traurig war, dass die Amerikaner auf der ganzen Welt auf Hass stoßen, wo sie doch immer Care-Pakete schicken und spenden und so weiter. Ne? Wir haben das erklärt. Wenn wir eine Symphonie spielen im Rundfunk,
Und dann passiert dasselbe wie in Amerika, dass dann abgeschaltet wird und ein eleganter Herr erscheint, Smoke like a strike. Dann wird er abgeschaltet und die Symphonie geht weiter. Dann ist das bei uns so, wie wenn Sie das während eines Gottesdienstes machen würden. Das ist der Unterschied. Ach so, die haben keine Ahnung, was Geistesleben und Kultur für uns ist. Oder viele Amerikaner nicht. Natürlich gibt es viele, ich habe sehr gute Freunde drüben. Aber die Tendenz im Allgemeinen ist so. Der Osten versteht es nicht. Ich habe mitgemacht in Palästina, die ersten Aufstände der Palästinenser mit einer Expedition damals durch die orientalischen Wüsten und so weiter, war dort überall. Habe das erlebt, diesen Hass gegen den Westen, das Land des Schätans. Das Schätan ist der Ariman, der Satan. Die Orientalen selber haben aber den Iblis, das ist der Luzifer. Mit dem verstehen sie sich recht gut. Das ist die Kehrseite der Medaille. Und dort hat man es eben mit diesem Problem zu tun wieder, nicht? Dass die also da in einer Art Euphorie des Religiösen und so weiter leben und nicht verstehen wieder die Realität des extremen Westens. Sich ganz gut mit uns in der Mitte verstehen können. Wir haben da eine ausgleichende Funktion. Europa sollte ein bisschen was von dem haben. Aber dazu braucht es selber die Dreigliederung, sonst wird es nicht funktionieren. Also das Wirtschaftsleben sehen Sie im Westen, das Geistesleben? Wirtschaftsleben stärker im Westen, ja. Das Geistesleben stärker im Osten? In der Mitte. Und das Rechtsleben? Das freie Geistesleben. Rechts, das ist viel mehr drüben, der Gottesstaat. Das ist das, was eigentlich im Osten lebt, was ja auch im Kommunismus herausgekommen ist. Bis nach Sibirien hinein. Das Staatsprinzip war das Entscheidende. Und bei den Fundamentalisten ist es ja auch so. Das ist nur verbunden noch mit dem alten religiösen Prinzip. Die Religion hat den Staat zu bestimmen, nicht? Aber der Staat ist es, der es macht. Die Religion selber nicht, sondern die benutzt ja den Büttel. Also der Staat, der Einheitsstaat ist dort eigentlich eine selbstverständlich. Wie man den gliedern könnte, ist denen unklar. Das ist ja geradezu Verrat. Also Staat und Gott ist eins im Osten. Und interessanterweise ja auch bei Solowjow zum Beispiel, der noch die Idee hat, dass der Staat wirklich die Verkörperung des Göttlichen sei. Also da hat man noch diese Einstellung, das freie Geistesleben, das aus dem Menschen kommt, das kennen die nicht. Das kommt aus dem Christentum. Denn zuerst kam ja der Geist von außen, aus der Natur und von den Naturgöttern und im Mediumismus. Und jetzt ist das Erwachen gekommen und dann kam der Große, der gesagt hat, aber in dir liegt der Gott. Und dieses Ich musst du jetzt entwickeln. Ich gebe dir die Kraft und jetzt beginnt der Weg wieder hin zum Geist, aber aus dem Individuum. Aus dem Individuum, aus nichts anderem. Darf ich Ihnen nun sagen, wie ich versucht habe, den österreichischen Politikern, sie haben immer Ja dazu gesagt, zu erklären, wie man zur Dreigliederung kommt. Es gibt zwei Pole. Es gibt die Natur, aus der beziehen wir die Stoffe. Versteht er gut. Die Stoffe in die Gesellschaft hereinzunehmen, ist Aufgabe der Wirtschaft und zu bearbeiten. Aber die Natur ist außerhalb der Gesellschaft. Die hat er nicht geschaffen, der Mensch. Die übernimmt er, daher hat er sie zu schonen und hat sie zu pflegen. Und der andere Pol ist der, es muss Geist herein, der das kann, aus der Natur etwas machen. Und dieser Geist kann nur aus dem Individuum kommen, sonst von nirgends. Nicht von Göttern im Wald. Aus dem Individuum kommt er in unserer Zeit. Aus nichts anderem kommt er sonst. Daher ist das Individuum auf der anderen Seite ist ebenfalls zu schützen. Wir haben hier die Umweltschutzgesetze. Hier ist am Platz das Urheberrecht. Wenn wir also Dreigliederung praktisch betreiben, heißt es, stark entwickeln das. Damit hier ein gesunder Fluss durchs Individuum hinein erfolgen kann. Keine Gemeinschaft, kein Kollektiv komponiert eine Symphonie. Es ist immer der Einzelne. Und wenn mehrere dann notwendig sind zur Durchführung, dann treten mehrere freie Individuen zusammen. Aber der Geist kommt durchs Individuum. Das kann nur aus der Erkenntnis kommen, dass eben seit Christus das Geistige etwas Individuelles ist. Nicht mehr das Volksgeistige. Der Nationalismus ist daher überlebt. Der Einheitsstaat ist tot in Wirklichkeit. Das ist eine krankhafte Bildung und der ganze Nationalismus ist eine krankhafte Bildung. Was verstehen Sie unter Einheitsstaat? Einheitsstaat ist ein, also rede ich vielleicht zu viel als Jurist, ein Begriff der Juristen auch. Der Einheitsstaat ist der Staat,
der alles macht, der sagt, ich bin zuständig für meine Wirtschaft, autarke Wirtschaft, ich bin zuständig für meine Schule, für die Kultur, meine Gesetze bestimmen alles. Also der nicht dreigegliederte Staat. Wenn der absolut durchgeführt wird, dann entsteht daraus die Diktatur. Wenn Sie sich das anschauen. Schauen wir uns das einmal an. Wirtschaft, Recht, Kultur. Wie gliedert sich die Wirtschaft, wenn ich das Gesetz des Lebens nehme? Das Gesetz des Lebens heißt, etwas entsteht, wird metamorphosiert, verwandelt und wird verbraucht. Produktion, Umsatz, Konsum, allgemeine Begriffe, jeder versteht das. Die Assoziationen werden das umfassen, sollen das umfassen. Bis zu einer gewissen Weise, vielleicht kommen wir darauf, in der österreichischen Sozialpartnerschaft ist das zum Teil, zumindest auf der Spitze oben, verwirklicht worden. Ich habe dasselbe im Staat, jeder Jurist lernt das. Gesetzgebung, die Gesetze werden produziert. Verwaltung, Rechtsprechung, konsumiert vor dem Richter. Die Regierung sitzt in der Verwaltung. Die Trennung der rechtlichen Gewalten garantieren die Demokratie. Das heißt, wenn ich zwischen Parlament und Regierung einen Schnitt habe, das sind nicht dieselben, und die Rechtsprechung freilasse, der Richter ist unabhängig von der Regierung und vom Parlament, dann habe ich die Demokratie. Bei der parlamentarischen Demokratie zum Beispiel, und in Deutschland haben sie es ähnlich, in anderen Staaten ähnlich, machen dieselben Parteien Parlament und Regierung. Das heißt, wir haben nur eine unvollkommene Demokratie, sowieso in der Parteiendemokratie bei uns. Die Präsidentschaftsdemokratie, wie in Amerika, sieht vor, dass der getrennt gewählt wird vom Volk. Das ist schon besser. Also jedenfalls, wenn da verquickt wird oder gar die Rechtsprechung einbezogen wird, wie zum Beispiel im Orient, dann ist das ja, was ist das, ein autoritärer Staat. Alles, was Funktion des Staates ist, wird nicht gegliedert rechtlich. Dass das Gesetz des Lebens ist verletzt, eine Erstarrung tritt ein. Wenn ich aber die Kultur nehme, das Geistesleben, dann habe ich ja dasselbe. Brauche ich nur nachdenken, ich habe das Geistige geschaffen. Komposition, Dichtung, bildende Kunst und so weiter, Geistige geschaffen. Auf wissenschaftlichen, religiösen, künstlerischen Gebiet. Ich habe die Vermittlung oder Medien auch, technische Medien, Vermittlung in der Bibliothek, im Konzertsaal und so weiter, nicht? Und ich habe dann Schule und Bildung, Konsum. Von diesem Konsum spricht ja auch Dr. Steiner. Ich habe also auch das Gesetz des Lebens, auch der Geist. Die Kulturgüter werden produziert, werden verwandelt, bearbeitet, durchgeführt, präsentiert im Theater und so weiter und werden konsumiert dann in der Bildung, Erwachsenenbildung, Schulbildung und so weiter. Ich habe also überall die Durchführung des Gesetzes des Lebens. Wenn ich alles da sage, dass der Staat hat das alles zu nehmen, dann wird daraus der totalitäre Staat. Das war Hitler, das war Stalin. Wenn ich also den Einheitsstaat predige, der noch bei den alten Fürsten möglich war, aber gar nicht durchgeführt wurde, das heißt, ich habe noch die Hauswirtschaft, ich brauche keine Weltwirtschaft, die Butter und das Leder zeige ich mir selber und sonst brauche ich nichts weiter, nicht? Und das Holz schlage ich mir auch selber. Ja, wenn wir auf die alte Hauswirtschaft zurückgehen, da ging das noch. Aber heute haben wir eine Weltwirtschaft, die bricht die Grenzen gnadenlos. Und ein Versuch, ein Kompromiss zwischen Politik und Kommerz ist die EU. Wie halten wir uns an der Macht bei diesem, wo alle Grenzen wanken? Und das ist die EU. Also auch ungesund. Aber die Wirtschaft geht diesen Weg. Brechen der Schranken des Staates. Und es fragt sich dann, wie macht man es gesünder? Als dass wieder dasselbe geschieht, was wir im Staat schon haben. Denn der Staat heute muss sich ja sowieso arrangieren mit der Wirtschaft. Die Schule steht unter dem Druck, die künftigen Ingenieure zu erziehen. Die Schule steht unter dem Druck, Computer zu verwenden, viel mehr als notwendig ist und so weiter und so weiter. Die Wirtschaft hat ja ständig den Hebel und drückt ständig drauf. Ich habe mit dem Industriellen Verband in Österreich verhandelt. Sie sind nicht einmal glücklich mit dieser Entwicklung. Sie haben schon erfasst, dass es geht um den freien Menschen, um den verlässlichen Arbeiter und nicht um den Unfähigen. Und dass da eine freie Schule sein muss. Auch da fängt es schon an mit der Erkenntnis. Also sehen Sie, das Gesetz des Lebens durchgeführt, sowohl im Materiellen wie in den sozialen Verbindungen. Das Recht ist ja nichts anderes als eine Satzung der sozialen Verbindungen. Es gibt auch Gewohnheitsrecht, England zum Beispiel sehr stark. Und in der Kultur ebenso. Ein freies Geistesleben besteht im freien Schaffen, besteht in der freien Wiedergabe und besteht im freien Konsum.
Also damit hat man eine Erklärung, und das hat auch, habe ich an der Universität und an verschiedenen anderen Stellen in dieser Weise einfach erklären können, was ist autoritär? Das sind so Begriffe, die herumschwirren, ohne dass man sich was vorstellt. Was ist totalitär? Wie kam es zum Hitlerismus? Aus dem Einheitsstaat. Was machen unsere Parteien? Jede Partei will die ganze Macht, will wieder den Einheitsstaat. Und das ist das Übel. Totalitäre Parteien und ein totalitärer Staat. Und daher immer der Keim in der Demokratie, wieder in eine Diktatur zu fallen. Es wird sich erst ändern, wenn man sagt, ja, spielt Partei, vertretet eine Ideologie, die habt ihr sowieso längst nicht mehr. Es geht nur mehr um die Böschchen. Um Macht, Reichtum, Ruhm. Das sind die neuen Ideale in Wirtschaft, Recht und Geist. Ruhm will man haben, nicht Geistiges will man haben. Macht will man haben, nicht Recht will man haben, Gerechtigkeit. Reichtum will man haben, nicht wirtschaftliche Leistung will man haben. Und das wird sich erst ändern, wenn geistige Gesichtspunkte hineinkommen. Die können nur aus der Kultur kommen. Und die Kultur fehlt. Die Kultur ist im Niemandsland. Deshalb sage ich immer Kultur, Kultur, Kultur und gerade hier in Europa Kultur. Ich versuche auch den Kollegen in Deutschland, den Kollegen in Frankreich und anderen klarzumachen bei den internationalen Sitzungen, wir brauchen eine Stärkung der Kultur. Dann haben wir ja, die anderen sind ja schon da gewissermaßen, die Wirtschaft und der Staat sind ja schon da und mächtig organisiert, nur die Kultur nicht. Und daher, die Schweizer kämpfen um ihre Freiheit. Dreigliederung in Wirklichkeit haben sie auch nicht. Auch wenn der Staat ihnen mehr Freiheit lässt, individuell. Aber wenn die sich organisieren würden und sagen, Moment, das Grünproblem, Schulproblem, andere Probleme sind ja geistige Fragen, kulturelle Fragen, nicht politische. Das entziehen wir euch, das wird bei uns behandelt. Dann wird auch der Widerstand entstehen gegen die Dreigliederung, selbstverständlich. Die Dreigliederung, wenn sie kommt, und sie wird kommen, wie Steiner sagt, wenn nicht durch Anthroposophen, dann kommt sie durch andere, bedeutet ja Entmachtung aller derer, die jetzt am Unrecht profitieren und die Böschchen haben überall und den Machteinfluss und den Reichtum und den Ruhm. Die müssen verlieren und sie werden verlieren, bis der freie Mensch so weit kommt, dass er sagt, wir brauchen ein freies Geistesleben, nicht Kulturpflege der alten Güter mit Staatsunterstützung und Förderung und so weiter, sondern ein freies Geistesleben brauchen wir. Wie lässt sich das freie Geistesleben finanzieren? Eine Möglichkeit ist, es gibt verschiedene Möglichkeiten und alle sollte man mobilisieren. Eine Möglichkeit ist über das Urheberrecht, an das wird zu wenig gedacht. Es gibt das Urheberrecht, das heißt also ein Werk von Steiner, das noch unter Urheberschutz steht bis nächstes Jahr, darf bis 70 Jahre nach dem Tod nicht von jedem irgendwie bearbeitet, verwendet werden und so weiter. Das Urheberrecht liegt bei ihm bzw. seinen Rechtsnachfolgern. Gut. Dasselbe gilt für Maler und für andere Komponisten. Da fließt Geld, das fließt individuell. Es hat sich aber die Lage geändert. Die Massenmedien benutzen ununterbrochen Kompositionen, Werke der bildenden Kunst und so weiter. Literarisches selbstverständlich, überall ding, 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 irgendeine Kennmelodie und schon wird was herausgenommen von Haydn oder von Mozart oder wo, überall wird die Kunst benutzt. Und dazu hat jetzt der Staat gründen müssen, was die Künstler verlangt haben, jeweils eine Gesellschaft, der Komponisten oder andere, die sogenannte Verwertungsgesellschaft, die darüber wacht, ob wo geistiger Diebstahl gemacht wird. Wenn ich es ganz grob sage. Niemand von uns könnte sagen, die 9. Symphonie ist nicht von Beethoven, sondern von mir. Da tritt das Urheberrecht auf. Ist das nicht genau das irgendwo auch das Ziel der geistigen Produktion, dass also das Geistige, dass Gedanken eigentlich öffentlich sind, also dass der Geist, ja, sollen sie sein. Dass er eigentlich richtig geklaut werden soll. Aber dann muss die da haben wir zugestimmt in allen Sitzungen, unter einer Voraussetzung, dass die klauen, sagen, aber ich brauche ja ein geistiges Leben und daher das braucht Geld. Ohne dem, man kann ja nicht nur ausbeuten und verhungern lassen, sondern muss zurückfließen. Und daher hat sich etwas Neues entwickelt, das ich stark vertreten habe. Es darf nicht nur individuell fließen, für die paar Protektionskinder, die im Rundfunk ständig Sendungen haben, sondern es muss Abgaben für die Kultur geben, aus dem Urheberrecht, der Massenmedien zum Beispiel, der Staates oder der Staat hat sich gesichert, die kostenlose Nutzung der Kultur.
Weil er sagt, der Staat muss natürlich von Gottes Gnaden, das ist noch aus der alten Zeit, muss natürlich alles gratis haben. Na, so ist es nicht. Wenn die Kultur sich zusammenschließt, dann gibt es das nicht und wir haben ständig verhandelt. Aufhören der freien Werknutzung. Die freie Werknutzung, ja. Aber zuerst wollen wir verhandeln und wollen wissen, was fließt für die Kultur. Als Ganzes muss dann auch als Ganzes verwaltet werden. Daher müssen die Verwertungsgesellschaften, die schon bestehen, sich verständigen, auf den verschiedenen Gebieten zusammenkommen und sagen, wir brauchen nicht die staatliche Kulturförderung, wir brauchen nicht die wirtschaftliche, wir haben selber unsere Leistungen. Die brauchen unsere Ingenieure, die wir ausbilden, die brauchen die von uns ausgebildeten Beamten, von der Kultur ausgebildeten. Dann sollen sie gefälligst auch dafür der Wirtschaft die materiellen Grundlagen geben und die Rechte geben, die sie brauchen. Aber durchsetzen, freiwillig machen die es nicht, durchsetzen muss man es miteinander. Anders geht das nicht und es lässt sich durchsetzen. Und da es die Verwertungsgesellschaften gibt für die geistig Schaffenden, nicht für die Ausübenden weniger, wurden auch neue Rechte wurden geschaffen für den Schauspieler, für den ausübenden Musiker und so weiter. Es wird immer stärker, das Urheberrecht, und es wird immer stärker eine Nutzung durch die Medien weltweit, wo man gar nicht feststellen kann, wer stiehlt. Daher legalisiert man den Diebstahl. Sehen Sie, jetzt sind wir auf dem Weg. Die Nutzung muss allgemein werden. Jetzt sind wir auf dem Weg. Man kann nicht mehr feststellen, wer stiehlt, wer kopiert etwas aus einem Werk. Wir alle stehlen. Wenn wir schnell was brauchen, kopieren wir aus einem Buch etwas. Selbstverständlich. Und jeder von uns wird sagen, na, ich verlange nichts dafür, nicht? Ja, aber die Kultur kann nicht mehr leben, der Verlag kann nicht mehr leben, weil aus einem Buch, das er druckt, wird überall kopiert. Krass gesprochen. So und so viele gehen ein, können nicht mehr existieren. Dann muss ich andere Mittel erschließen, wenn ich nicht verkaufen will, was ja ungesund ist in der Kultur. Und leider sind die Verlage selbst kaufmännisch organisiert, auch unsere anthroposophischen, müssen sogar darauf Rücksicht nehmen jetzt. Da gehört vieles geändert, also reine Kultureinrichtung. Die Medien sollten reine Kultureinrichtungen sein. Weg mit der Hand des Staates, weg mit der Hand der Wirtschaft. Aber stellen Sie sich vor, was da alles dahinter steht. Ein anderes Mittel, diese kollektiven Nutzungen heißt, wenn ich nicht mehr feststellen kann, was ist, dann müssen die Einrichtungen geschaffen haben, um auszubeuten, die Kultur, die müssen auch der Kultur materielle Mittel zufließen lassen, von dem, was sie damit Gewinn machen. Das ist die kollektive Nutzung. Folgerecht zum Beispiel, das in Deutschland erfolgreich durchgeführt wird, bei uns wird es noch erkämpft, in anderen Staaten auch. Das heißt, wenn ein Galerist kauft aus einem Maler in der Jugend, kauft er ein Bild ab, gibt ihm einen Pappenstiel, 200 österreichische Schillinge, der wird berühmt, dann verkauft das, ich weiß nicht, um 2 Millionen, um 20 Millionen. Der Künstler hat nichts davon. Nichts. Er nicht und die Künstlerschaft hat nichts davon. Das geht nicht. Und da muss es dann heißen, ja, dann muss da ein Obolus von so und so viel. Ich kann nicht mehr feststellen, was alles wo genützt wird. Aber ein Peterspfennig fließt in die Kasse der Kultur. Nicht des Einzelnen, der Kultur. Auch nach dem Tod weiter dann. Der Kultur. Und damit würde Geld fließen. Das Urheberrecht ist schon eine gesetzliche Einrichtung, die muss ich nur weg vom Kommerziellen bringen, aber eine Handhabe, um die Wirtschaft zu zwingen, zu sagen, ja, nutzen können wir die Kultur schon, aber dann müssen wir auch etwas tun für die Kultur. Die können uns rechtlich zwingen dazu. Und das andere ist zum Beispiel die Freiheit, die Steuerbefreiung des Spendenwesens. Das ist ja, sollte die Hauptquelle sein. Steuerbefreiung des Spendenwesens, wir haben in Österreich fast nichts. Wir dürfen fleißig spenden für die Staatsoper oder für die Universität, weil der Staat dann marode Betriebe hat, die im Defizit bringen. Da dürfen wir dafür spenden, privat. Aber die echte freie Unterstützung von freien Initiativen, das gibt es kaum. Kleinigkeiten, aber da gibt es kaum. Wenn das großzügig gehandhabt würde, dann würde viel mehr Geld fließen. Dazu gehört auch das Bonussystem zum Beispiel bei den Schulen, nicht? Dass mehr Geld fließt hinein in die Kultur. Dass von der Wirtschaft her ein Fluss entsteht. Die Wirtschaft zahlt den Staat, die Wirtschaft zahlt alles letzten Endes. Materielle Mittel kommen von dort. Und da muss man dafür sorgen, dass auch in die Kultur, und zwar nicht über den Staat, der kassiert von der Wirtschaft mit der Steuer und dann diktiert er, was in der Schule zu geschehen hat. Das ist ein Unrecht, das ist falsch. Und da muss man ihm auf die Finger klopfen einmal und mal sagen, hey, du, lieber, das gehört uns und du bestimmst es nicht. Würde das nicht extreme soziale Unterschiede schaffen, wenn also jetzt die ganzen Milliarden, die jetzt über den Staat zentral verwaltet werden für die Kultur, wenn die also jetzt über das Gehalt des Einzelnen
Kommt da nicht auch die Gehaltsfrage rein? Also, dass der Einzelne dann vielleicht extrem viel spenden kann? Ja, aber das geht nicht persönlich. Wenn man einen Fonds, eine Stiftung schafft, in die kann ich einzahlen. Und wenn ich dort einzahle, bin ich steuerbegünstigt. Und damit ist mein Einfluss weg. Ich muss also wirklich ehrlich, selbstlos spenden. Ich kann nicht sagen, ich bezahle jetzt diese Jazzkapelle. Nicht? Das kann ich dann nicht. Wenn ich sage, ich habe einen Fonds, den da fließen vom Urheberrecht, durch Steuerbegünstigungen fließen Gelder. Dann kann dieser Fonds, der zu verwalten ist von der Kultur, nicht vom Staat, nicht von der Wirtschaft, sondern rein von der Kultur, von Vertretern der Schule, der Kunst und so weiter, dann können diese Fonds selber sorgen dafür, dass das in die Kultur fließt. Neugründung von Schulen, Anteile, Finanzierung, neue Investitionen auf dem Kulturgebiet, ein Theater und so weiter. Nicht? Geld wäre an sich genug da. Aber müsste man nicht die Kulturgelder direkt an die einzelne Kulturinstitution so eine Dachorganisation? Das soll auch möglich sein. Das tue ich ja dann, wenn ich das Bonussystem habe, nicht? Bei der Schule. Dann heißt das, ich gebe es der Schule. Das heißt, ich habe die freie Wahl dafür. Das soll es auch geben. Aber es muss das, was jetzt der Staat an Förderungsmitteln hat und sich nimmt einfach, gerade dank seiner Macht, das muss die Kultur verwalten und nicht er. Also ich muss mehrere Quellen erschließen. Die direkte Quelle, ich muss die kollektive Quelle erschließen, wo von der Wirtschaft direkt für Kulturzwecke fließt, wo der Einzelne die Möglichkeit hat zu spenden und sagt, ich möchte generell was spenden da und habe gar keine Präferenz für den und jenen, aber oder für dieses und jenes, aber ich spende Geld und habe dadurch vielleicht auch einen Steuervorteil. Nicht? Das sollte also eigentlich großzügig gehandhabt werden. Bei uns ist es sehr kleinkariert, ganz kleinkariert. Und daher sind wir angewiesen auf Förderungen vom Staat. Und das ist ungesund. Das geht in die Milliardendefizite. Und die Ministerverantwortlichkeit wirkt sich nicht aus, dass also, ich weiß nicht, die Staatstheater Milliarden verschlingen und man sich oft dann fragt, wofür, für wen und welche Cliquen stehen dahinter, welche Kommerzgruppen stehen dahinter, nicht? Das ist eben dann das Problem dabei. Wie können Sie sich ein Bonussystem oder ein Bildungsgutscheinsystem, verstehen Sie darunter? Wie können Sie sich das etwa vorstellen? Bildungsschein, jeder, der ein Kind zu erziehen hat, der bekommt einen Schein. Das heißt, das Kind kommt ins Schulalter und er kann jetzt mit diesem Schein, kann er sich wählen, die Institution, wo er es erzogen haben will. Diese Institution bekommt dann den Anteil an Förderung, eben besser aus einer Stiftung als vom Staat, nicht? Den Anteil an Förderung, der einem Schulplatz entspricht. Und damit habe ich die freie Wahl des Schulplatzes. Wenn Eltern so dumm sind und sie wählen dann, entschuldigen Sie den Ausdruck, aber es ist also eine Beschränktheit, wenn ich heute sage, mein Kind muss also jetzt der Vorzugsschüler werden und ein Ingenieur werden und so weiter, wird es dann sowieso nicht, er wird der Aussteiger. Dann sollen sie es ruhig versuchen, das ist die Freiheit des Menschen. Ich kann ja den Konsumenten, also den, der die Bildung beansprucht, kann ja auch nicht zwingen und sagen, du musst jetzt das auswählen, was ich für richtig halte. Dann wählt er halt was Falsches aus. Wird sich schon korrigieren, aber jedenfalls muss die Möglichkeit bestehen, dass der was Richtiges will, auch das Richtige wählen kann. Wie hat sich das Verhältnis von Wissenschaft, Kunst und Religion geschichtlich entwickelt? Am Anfang alles Religion, alles kommt aus der Religion. Wenn wir zurückschauen in die vorchristliche Zeit überhaupt, nur Religion, das wirkt natürlich nach, bis in unsere heutige Zeit, wie gesagt, Afrika, Asien, Entwicklungsländer sind noch immer stark in diesem alten Religions- oder Priesterstaat verhaftet. Dann geht es in Rom über auf den, vielmehr auf den Staat und jetzt kommt die Verstandesseele, das logische Denken. Man versucht also mit der Logik die Dinge zu machen. Noch ist das nicht Wissenschaft. Denn die Wissenschaft kommt dann erst eigentlich aus der Philosophie heraus, wo noch sehr viel Erkenntnismäßiges drin war, überwissenschaftlicher Art. Aber mit der Neuzeit, mit dem Bewusstsein für die Natur, für die Forschung und so weiter, wo jetzt der Sinn erwacht für die äußere Welt, die Entdeckung Amerikas kommt und die Naturforschung beginnt. Die Franziskaner waren die das eigentlich Oxford, Cambridge gegründet haben, also die den Impuls gesetzt haben, jetzt das, was aus dem Religiösen kam, jetzt zu lenken auf die Natur. Da entsteht der Keim der Naturwissenschaft
Und es entsteht materialistische Naturwissenschaft sehr oft von Mönchen. Die Jesuiten haben hervorragendes in der materialistischen Wissenschaft geleistet, in ihren Forschungen, nicht? Da kommt jetzt diese Wissenschaft heraus. Also zuerst einmal alles Religion. Dann kommt also eigentlich die Wissenschaft. Und diese Wissenschaft, die sollte eigentlich übergehen in das freie Geistesleben dann. Ist es aber noch nicht, ist erst auf dem Weg dorthin. Einiges beginnt ja. Aber für gewisse Privilegierte geht das schon, für andere weniger. So wie wir hier sitzen, wir nehmen uns die Freiheit jetzt und sprechen über diese Dinge. Aber das ist ja nicht überall der Fall. Die Kunst ging aus der Religion hervor. Es ist interessant, dass die Menschen einmal, sagen wir, vor dem König Menes, vor dem Beginn der ägyptischen und der babylonischen Kultur auch, keine äußeren Kunstwerke, keine Tempel geschaffen haben, die Schrift nicht hatten. Warum? Weil sie es unmittelbar im geistigen Erleben hatten. Wann brauche ich ein Notizbuch? Ich brauche sehr viel. Ein Notizbuch könnte meine Termine alle und könnte ich mir nicht merken. Wenn das Gedächtnis nicht mehr da ist, wenn ich es nicht mehr gegenwärtig habe geistig, dann muss ich mir es notieren. Wenn ich geistige Erlebnisse festhalten muss, weil sie mir entschwinden, dann entsteht die Kunst, dann entsteht die Schrift. Die folgte also aus der Religion, aus dem unmittelbaren mystischen Erleben und mediumistischen Erleben heraus, kam dann der Mensch, der verlor das immer mehr und musste festhalten. Und so entstand Kunst, so entstand die Schrift. Und hat das äußere Leben außerordentlich bereichert, wenn ich an Griechenland denke etwa, nicht? Ganz großartig, wie da Europa beginnt, aus der Kunst heraus sich zu entwickeln. Und dann kommt der Schwerpunkt jetzt, in besonders die westliche Zivilisation, die Wissenschaft, das Um und Auf. Diese Wissenschaft beginnt sich zuerst zu etablieren an der Naturforschung und nach außen zu gehen, nach der Scholastik, die wohl so ein bisschen begann, sich zu beschäftigen mit den Definitionen über Religion. Aber dann ging das nach außen, der geschulte Verstand. Und dann begannen gerade die Mitteleuropäer, Deutschen, Goethe, Schiller, Hegel und so weiter, ich möchte auch Beethoven und solche dazu rechnen, die begannen sich jetzt zu beschäftigen mit dem Denken über, was ist der Mensch? Das heißt, jetzt setzt sich das Denken immer mehr auf das Innere des Menschen. Und das ist schon ein Kern, wo es wieder nach der geistigen Seite geht, aber jetzt über den inneren Menschen, wieder über das Ich. Dafür brauchen wir die Entwicklung des freien Geisteslebens. Die Kunst wird sich weiterentwickeln, wird da mitgehen. Wir müssen aber Wissenschaft, Kunst und Religion trennen können, so wie wir denken, fühlen und wollen, trennen können, gliedern können, aber auch zusammenführen können. Der freie Mensch muss zusammenführen und gliedern können, immer wieder. Ich muss den Willen ins Denken bringen können, ich muss ihn aber auch trennen können vom Denken. Das ist erst dann eigentlich der freie Mensch, der unabhängig ist von dem, was dann statt Wille dann als Emotion, als Trieb, als alles mögliche andere herauskommt, sein Denken beherrscht, der muss das abdrängen können. Er muss klar etwas wollen können und nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen Ideen oder Gedanken. Er muss sein Gefühl in die Hand nehmen. Das ist ja die anthroposophische Entwicklung, nicht? Wo es also langsam dahin geht, dass er seinen Geist wirklich in die Hand nimmt, nach Denken, Fühlen und Wollen und damit jetzt eigentlich dann das leisten kann, was auf dem jeweiligen Gebiet notwendig ist. Und die Religion wird so wie die Philosophie übergehen, einmal wieder in ein geistiges Erleben, aber jetzt ein bewusstes geistiges Erleben. Und früher war das alles Trance, Unbewusstsein, Kollektivbewusstsein, noch nicht Individualbewusstsein. Der Einzelne galt noch nichts, sondern nur das Kollektiv, das auserlesene Volk, die Sippe und so weiter. Seit Christus kommt immer mehr der Impuls heraus, der Einzelne. In dir lebt die Gottheit, in dir spricht der Geist. Wie Goethe sagt, es ist unsere Aufgabe, diesen Funken zur Flamme zu entzünden. Das ist die neue Entwicklung in der Zukunft. Sie wird sich nur entwickeln können, wenn für das freie Geistesleben Raum geschaffen ist. Wie sollte das Verhältnis von Kunst, Wissenschaft und Religion optimiert oder gestaltet werden? Die völlige Freiheit. Sie sind ja die Gebiete, die das Geistige schaffen, repräsentieren die völlige Freiheit. Gerade im Geiste gibt es nur die völlige Freiheit. Was ich religiös in meinen Gefühlen glaube, es wird noch lange sein, dass die Menschen nicht in der Erkenntnis, aber im Gefühl das Bedürfnis haben, sich dem Geistigen zu nähern. Das ist die Aufgabe der Religion. Und da muss ich den völligen Respekt haben vor der freien Entscheidung des Menschen. Was und welche Religion. Die Unterscheidung zwischen Kirchen und Sekten ist falsch.
Was ist eine Kirche? Eine große Sekte, ein Sektor, eine große Sekte. Was ist eine Sekte? Eine kleine Kirche. Also hören wir endlich einmal da auf, nicht? Und erkennen wir, dass auch Kirchen sehr sektiererisch vorgegangen sind in der Geschichte. Also völlige Freiheit in die Religion, völlige Freiheit hinein, mit Achtung vor jeder Religion. Wir wollen ja in der Waldorfschule, dass das Kind sehr wohl mit Religion aufwächst. Und dass es auch dort, wo es vielleicht von Eltern her keine Religion hat, Demut, Frömmigkeit, ein Aufschauen, eine Begeisterung und so weiter, als Ersatz lernt. Denn das braucht es. Etwas Religiöses muss nicht das Dogma sein einer bestimmten Religion. Aber das ist notwendig und werden die Menschen auch weiterhin brauchen. Sie haben gesagt, die UNESCO würde Kulturdelegierte speziell. Ja, wissen Sie, es war ein interessanter Anfang nach dem Kriege. Nachdem man doch beschlossen hatte, es wird die Vereinten Nationen geben während der Hitlerzeit, haben sie sich auf Yalta getroffen und dann in San Francisco die UNO gegründet. Dann hat man auch an Fachorganisationen gedacht. Und da sollte auch eine für die Kultur geben. Das ist die UNESCO, United Nations Educational und so weiter, wissenschaftliche und Erziehungsorganisation. Und da hat man gesagt, ja, da dürfen die Delegierten aber nicht Politiker sein. Das müssen freie Menschen sein. Jeder Staat entsendet Wissenschaftler, Künstler aus dem Kulturleben, die aber nicht gebunden sein dürfen an staatliche Direktiven. So begann die UNESCO. Wo ist sie heute? Wieder verpolitisiert. Und zwar überwiegend verpolitisiert natürlich dadurch, dass dafür kein Verständnis war bei den Entwicklungsländern, die noch nicht so weit sind, nicht? Und wo man überwiegend ja Diktatoren hat am Werk. Also nicht nur dort, natürlich auch der Oststaaten, die Oststaaten und so weiter. Ich habe selber eine Sitzung mitgemacht und diese Scharmützel dort, wo man da die Intrigen auf dem Parkett austricksen muss, damit nicht Unheil geschieht, internationales. Ich war ja selber einmal sogar staatlicher Delegierter dort bei der UNESCO und habe diese Kämpfe mitgemacht und versucht. Und es gelang damals, den Ostblock aufs Kreuz zu legen. Aber wie, der hat die ganzen Entwicklungsländer, der hat die absolute Mehrheit gehabt dort. Selbstverständlich, Diktatoren wollen keine Freiheit haben. Also die UNESCO hat sich stark gewandelt, aber der Ansatz war so. Ein Ansatz, wie er richtig wäre im Sinne der Dreigliederung. Dort sind Menschen, die das Geistesleben nach ihrem Gewissen verkörpern und nicht die Politik. Solange der Staat sie entsendet und nicht eine kulturelle Einrichtung, die wir eben brauchen und schaffen müssen, solange wird immer die Gefahr der Abhängigkeit von der Politik bestehen. Also da gehört die Politik wirklich weg. Die hat dann nichts verloren. Ist die Wahrheit abstimmbar? Nein, die Wahrheit kann man immer nur vertreten. In jeder Situation kann man sie vertreten. Wenn es aber darum geht, aus der Erkenntnis heraus ein Gesetz zu schaffen, zum Beispiel einen internationalen Vertrag, somit geht es ins Rechtsleben. Und da muss ich abstimmen. Und da kommt das Gefühl der Gleichheit. Da stimmt unter Umständen der sagt, ja, meiner Meinung nach sollte das anders gehen. Aber unter diesen Umständen ist das die beste Lösung und würde vielleicht dafür stimmen. Also im selben Moment, wo es Gesetz werden soll, kommt die Gleichheit. Wenn es um Wahrheit, auch um Schönheit, um Güte geht, gilt die Freiheit. Wenn etwas Gesetz werden will, gilt die Gleichheit. Da kommen wir auf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Was ist wo am Platz? Und was richtet falsch angewendet das größte Unheil an? Was ist für Sie das Kernproblem im Geistesleben? Ja, ich halte es für eine der größten, sagen wir ruhig, Entdeckungen, oder Schauung an Rudolf Steiners, dass er aus der Französischen Revolution, aus diesen Parolen mit der Liberté, Égalité, Fraternité, solche Dinge ableiten konnte, wo er sehen konnte, was dahinter steckt, wie in einem Volk ein Instinkt heraufkam. Es muss, die Gesellschaft muss anders gegliedert werden als vorher in diesen absoluten Sonnenkönigsmonarchien, Einheitsstaaten. Das ist eine Gefahr, es muss anders gehen. Hat aber zu wenig gewusst, dieses Volk. Inspiriert durch den Grafen von Saint-Germain und durch andere, aber hat zu wenig darüber sich ein Bewusstsein gemacht. Und dieselben Parolen wurden zum Unheil, konnten zum Unheil werden, nach der Französischen Revolution. Soll ich Ihnen das mit einfachen Schlagworten versuchen zu erklären? Ich habe hier ein Schema. Wissenschaft, Recht, Kultur. Hier Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das unten haben wir vorhin besprochen, lassen wir weg. Das ist die Gesellschaft vom Individuum, der Geist
Die Kultur ist Aufarbeitung des Geistes der Individuen, die Wirtschaft Aufarbeitung der Natur und ihrer Schätze, ihrer Stoffe. Das Recht ordnet die Gesellschaft, die Beziehungen, sowohl hierher wie hierher. Gut, nehmen wir das Obere. Wirtschaft, Recht, Kultur, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wenn ich das anwende jetzt und ich sage Freiheit in der Wirtschaft. Freiheit in der Wirtschaft, was ist denn das? Ich kann mit meinem Geld machen, was ich will. Kapitalismus. Ich mache mit meinem Geld, was ich will. Wir haben noch genug Prärie. Ich baue Kukuruts. Werfe Kunstdinger hinein. Ich habe es ja gekauft. Wem passt das nicht? Wir haben die Freiheit in Amerika, die Freiheit der Prärie. Das ist der amerikanische Freiheitsbegriff. In den Raum. Unserer geht in den Geist. Dort geht er in den Raum. Viel mehr als bei uns. Also in der Wirtschaft angewendet, habe ich den extremen Kapitalismus als politischen Begriff, nicht als Geldwirtschaft in dem Sinn. Wenn ich es vor dem Recht anwende, was entsteht denn da? Ich habe die Freiheit. Die Anarchie. Also der schöne Begriff der Freiheit kann entsetzliches Unheil anrichten. Ich brauche eine andere Farbe, nennen wir die. Da ist es richtig. In der Kultur, im Geistesleben ist sie am Platz. Da ist sie fehl am Platz und richtet Unheil an. Nicht? Und wie geistert das in den Hirnen immer, die freie Wirtschaft, freie Marktwirtschaft und so weiter, nicht? Lauter Fehlbegriffe. Da wird dann der Mensch verhandelt. Wir brauchen doch Initiativfreiheit, also unternehmerische Initiativfreiheit. Ja, der Unternehmer gehört zum Geistesleben. Dann ist es klar, aber eben nur der Unternehmer. So, nehmen wir die Gleichheit. Wo ist sie am Platz? Wenn ich es in der Wirtschaft habe, die Gleichheit, na, das ist ja bekannt. Dann habe ich den Kommunismus. Da habe ich den Kommunismus. Alle haben das Gleiche. Materiell alle gleichgestellt. Die Utopie des Kommunismus. Vor dem Rechtsleben Gleichheit, na, da ist es richtig am Platz. Und vor der Kultur die Gleichheit? Pfui, Hitlers Gleichschaltung. Da kommt die Gleichschaltung heraus. Alle haben das Gleiche zu denken. Hitler Befehl, wir folgen. Führer Befehl, wir folgen. Nicht? Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Haben Sie auch eine Dreigliederung? Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Wissen Sie, was das übrigens ist? Definition des Einheitsstaates in der Juristerei, wie sie an den Universitäten gelernt wird. Ein Staatsvolk auf einem Staatsgebiet unter einer Staatsmacht. So wird definiert heute der Staat. Und Hitler hat gesagt, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Hat es aus dem abgeleitet. Das heißt, aus dem Einheitsstaat kann man sehr leicht dann den totalitären Staat ableiten. Nun, und wie ist es bei der Brüderlichkeit? Brüderlichkeit, da haben wir Österreicher was damit zu tun. Brüderl im Spiel und Brüderl beim Heurigen und Brüderl in der Musik und so weiter. Na, mit der Brüderlichkeit ist das so eine Sache. Wenn ich die Brüderlichkeit in der Wirtschaft habe, dann habe ich, da habe ich die Protektionswirtschaft. Ja, schreiben wir es umgekehrt. Bei der Kultur habe ich die Protektionswirtschaft. Damit wir zuerst das Übel haben. Protektionswirtschaft ist sogar ein sehr guter Ausdruck. Protektionswirtschaft. Ich gehöre zu einer Gruppe, zu einer Bruderschaft. Katholischen, sozialistischen, Freimaurer. Und daher kann ich leichter mein Doktorat machen. Jetzt haben wir gerade so einen Skandal in Österreich, der da läuft, nicht? Die Bruderschaften in der Kultur, im Geistesleben. Statt freien Geistesleben, statt Freiheit, herrschen die Bruderschaften. Wenn ich das nehme im Recht, dann habe ich die Klickenherrschaft. Klicken herrschen. Nur die Parteien sind ja nichts anderes. Statt der Gleichheit sind es wieder bestimmte Brüderschaften, die da herrschen, nicht? Ja, und am Platz ist die Brüderlichkeit, die arbeitsteilige Wirtschaft, die Assoziationen in der Wirtschaft. Was ist der Unterschied jetzt
Ja, oder erläutern Sie das? Am Platz ist es in der Wirtschaft, die Brüderlichkeit? Brüderlichkeit, die Assoziationen sind, wie Steiner selber sagt, das so erklärt er ja die Brüderlichkeit in der Wirtschaft, Zusammenschluss der Produzenten, Zusammenschluss der Konsumenten, auch des Handels, und die beraten jetzt alles, was in der Wirtschaft geschieht. Eine solche Einrichtung haben wir bereits in Österreich. Das ist die Sozialpartnerschaft. Nur die Sozialpartnerschaft ist nur auf höchster Ebene organisiert. Man hat nach dem Kriege hat man gesagt, wir wollen keinen Streik, denn dann greifen uns die Kommunisten ein, dann greifen die Russen ein, setzen wir uns lieber zusammen. Und jetzt passiert Folgendes, Einrichtung der Sozialpartnerschaft, eigentlich eine ungesetzliche Einrichtung, es gibt kein Gesetz darüber. Man hat einfach österreichische Manier, man hat gesagt, reden wir miteinander. Und dann hat sich der Gewerkschaftsbund mit den Industriellen und der Handelskammer und der Gewerkschaftsbund, die Arbeiterkammer, haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, da soll gestreikt werden in der Metallindustrie. Und die Metallindustrie hat gesagt, das ist nicht drin, da sind wir nicht konkurrenzfähig auf dem Markt, dem Internationalen, das geht nicht, ausgeschlossen. Die anderen, ja, die Löhne sind schon zu nieder und im Ausland haben es viel mehr und so weiter nicht. Aber was ist wirklich? Machen wir es anders. Ziehen wir den Rock des Gewerkschafters, also des Untergebenen und des Vorgesetzten aus und ziehen wir die Röcke des Produzenten und Konsumenten an. Wer ist auf der Produzentenseite, wer ist auf der Konsumentenseite? In der Metallbranche. Jetzt stellt sich heraus, auf der Produzentenseite sind sowohl die Unternehmer wie die Metaller Gewerkschafter. Ich kriege auf einmal eine horizontale Gliederung. Und auf der Abnehmerseite sitzen sowohl die Gewerkschafter der anderen Branchen, also Bauwirtschaft sagt, die Baumaschinen werden uns zu teuer durch eure Löhne da. Auf einmal Gewerkschaft gegen Gewerkschaft, das andere. Aber auch die Unternehmer, die Bauunternehmer zum Beispiel. Oder die anderen Gewerkschaften, da sitzen die anderen Gewerkschaften als Konsumenten jetzt der anderen. Und damit hat sich aufgehört, diese Frontenbildung Unternehmer gegen Arbeiter. Weil jetzt das sich auf einmal horizontal gliedert und jetzt sieht man sich als gleichberechtigt, wir produzieren, ihr konsumiert, wer hat ein Interesse, wer hat da Interesse. Und jetzt sagt man, was ist also drin in der Wirtschaft vernünftigerweise? Das hat uns die Streiks erspart in Österreich. Die sogenannte Sozialpartnerschaft. Das heißt, ich nenne Sozialpartnerschaft eigentlich, das heißt sie auch so, öffentlich. Das ist die Sozialpartnerschaft. Als Wirtschaftspartnerschaft ist sie bereits die Assoziationsorganisation von Produzenten und Konsumenten. Und das produziert, das funktioniert so fantastisch, so gut. Da haben wir keine Streiks in Österreich, wenn man die Assoziationen hat. Das sollte, und dieses Prinzip nach Steiner sollte bis hinunter durchgeführt werden, in alle Branchen durchgeführt werden. Wir haben es auf der höchsten Ebene. Ja, der Kunde hat aber doch da gar nichts zu melden. Ich dachte, das ist der Ausgleich zwischen Gewerkschaften und... Ja, das ist... Der Konsument braucht ja eine... Was ist der Kunde? Wer ist der Kunde? Wer ist der Kunde von Metallwaren? Industrie. Nicht nur die Industrie, sondern das Geschäft für die Haushaltsartikel. Die Hausfrau, die es zahlen muss und so weiter. Und die ist blendend dort vertreten durch alle die Waren aus der Metallbranche kaufen müssen. Die sind da vertreten. Das Gastgewerbe, alles ist da vertreten, das jetzt Metallwaren braucht... Und muss mitreden können, wie sollen die ausschauen, was sollen die kosten, wie wird es produziert, was wird vom Ausland bezogen, was nicht und so weiter. Ne? Das heißt, da sitzen wirklich alle Konsumenten. Denn natürlich der Gewerkschafter, der da drüben sitzt, oder die Arbeiterkammer, hat ja direkt im Statut die Konsumentenvertretung. Die Arbeiterkammer vertritt also ständig hart Konsumentenstandpunkt. Prüft Industriewaren, ob sie nicht erschwindelt sind und falsche Qualität angegeben ist und so weiter. Die sitzen da auf der Konsumentenseite jetzt. Besser vertreten kann keine Hausfrau, kann niemand sein, als dass da die Assoziation sitzt, aller derer, die interessiert sind, von dort zu kaufen. Und sagen, die Produzenten allein können nicht den Preis diktieren. Oder können nicht, die Metallgewerkschafter wollen die höheren Löhne. Und dann sagen die Unternehmer, geben wir reich, aber die Preise müssen hinauf. Ja, in welcher Art sind jetzt die Kunden da integriert in dieser Sozialpartnerschaft? Oder können Sie mit kurzen Worten sagen, was ist diese Sozialpartnerschaft und wer darf da mitspielen? Also wer jeder, der produziert, jeder, der konsumiert, nur ich kann nicht das ganze Volk hinrufen. Daher muss ich sagen, ja, ihr, die ihr konsumiert, wo seid ihr interessiert zu konsumieren? Haushaltsartikel oder was es immer ist. Nur ihr seid durch die entsprechenden Berufsorganisationen, seid ihr vertreten.
Die vertreten euch blendend, sogar mit Rechtsanwälten, machen das ausgezeichnet. Und das hat funktioniert, hat sehr gut funktioniert. Man geht auseinander, zufrieden, wir haben das Mögliche rausgeholt, es gibt eine gewisse Erhöhung, aber nicht so viel. Wir haben das rausgeholt, ja, da sehen wir ein, da geht es überhaupt nicht. Das heißt, es ersetzt wirklich die Brüderlichkeit, das Gespräch zwischen brüderlichen Gruppen, die an der gleichen Sache interessiert sind. Denn ruinieren will der Konsument ja die Metallbranche nicht. Und der Produzent will auch wieder einen Käufer finden können. Und kann er die noch finden, kann er die nicht finden, das erklärt das Gespräch. Aber vertreten die Branchenverbände wirklich den Kunden? Natürlich. Was denn sonst? Na, ihre eigenen Arbeiterinteressen oder die Produzenten? Na, die Arbeiterinteressen nicht. Weil darum geht es nicht als Konsument. Da geht es ja nicht um Gehalt oder um Arbeiterinteressen. Das hat damit nichts zu tun, sondern um Wirtschaftsprozesse. Wie schaut die Ware aus? Welche Qualität soll sie haben? Was ist der Preis und so weiter, nicht? Das ist echte Konsuminteressen. Und der andere wieder sagt, von der Produktion her, na, ich kann nur so produzieren oder nur so, oder naja, ein bisschen könnten wir es anders machen, so und so. Es werden ja nicht nur Preisinteressen vertreten, sondern es werden ja auch zum Beispiel Brancheninteressen vertreten, es werden Außenhandelsinteressen, werden Wirtschaftsinteressen allgemeiner Art, die Beziehung einer Branche zu einer anderen Branche und so weiter werden besprochen, alles Mögliche wird da besprochen. Und das, was bewirkt das? Die Parteien haben nichts mehr zu reden dabei. Das Parlament hat eigentlich nichts mehr zu sagen. Ins Parlament, wo die Parteien sitzen, kommt dann schon etwas, ja, die haben schon das ausgemacht, was das Beste ist, und die haben die Fachleute, die haben das alles geklärt. Und dann kommt es ins Parlament. Das heißt, wir haben den Einheitsstaat damit ausgetrickst, weil wir vorher schon bestimmen, was wirtschaftlich richtig ist. Und dasselbe gehört auf dem Gebiet der Kultur. Deshalb, also nicht, es muss nicht also ein Sitz im Parlament sein, wie es ja zum Teil in einer österreichischen Verfassung einmal verankert wurde, aber es muss dasselbe stattfinden können. Und deshalb der Kampf dieser Gewerkschaft, Kulturgewerkschaft, der Dritte im Bund muss her, Kultur als dritte Kraft. Ihr habt nur die Wirtschaft und den Staat dort sitzen. Wir wollen die Kultur mit dabei haben als Dritten, die Dreigliederung, nicht? Wirtschaft, Staat und Kultur. Und wenn das nicht kommt, darüber habe ich meine Dissertation einmal geschrieben, als junger Student, dann ist es eine verlogene Demokratie und keine echte. Und das habe ich versucht damals nachzuweisen, schon mit diesem Schema. Und da hat man zuerst appelliert an das kulturelle Gewissen zum Beispiel, ne? Appell ans kulturelle Gewissen hat die Gewerkschaft herausgegeben, an alle Politiker, an die Nationalräte, an alle geschickt. Ja, anerkennt doch endlich die Bedeutung eines Geisteslebens, nicht? Das ist da. Und zwar formuliert in harten Formulierungen steht das da drin. Dann hat man die Kämpfe mit den Massenmedien gehabt. 10 Jahre Kulturpolitik der Gewerkschaft. Kampf mit den Massenmedien um die Freiheit. Denn die Massenmedien standen im Dienste nur des Kapitalismus, des Kommerzes auszubeuten, sonst gar nichts. Aber nicht als Instrumente der Kultur. Und daher der Kampf darum wieder. Und die Erfahrungen damit. Und Resolutionen und so weiter. Noch und noch und noch. Also es geschah eine ganze Menge da. Würden Sie sagen, da hat sich was... wir haben jetzt Freiheit im Medienwesen. Also da ist die Freiheit... Naja, es hat sich etwas geändert schon. Es ist ein stärkeres Bewusstsein erwacht für das Zurückdrängen des Parteieinflusses, dass eine Gewerkschaft selber das vertreten hat, obwohl sie in sich selbst politische Fraktionen hatte, weil sie das Unglück für die Kultur besonders gesehen hat, das daraus kommt. Das hat schon etwas zu sagen gehabt. Und dieses ständige Aussenden an alle Politiker, in die Wirtschaft und so weiter, hat einen gewissen Bewusstseinsbildungsprozess ausgelöst. Es gab ja auch viele Tagungen, alle möglichen Tagungen. Ja, wo habe ich denn da noch Publikationen, wenn Sie das nehmen etwa? Das war eine Tagung auf dem Weg zur Kulturpartnerschaft. Eine große Tagung. Alle möglichen Verbände haben daran teilgenommen. Und immer dann haben auch Minister oder andere sich einladen lassen und haben dazu dann irgendeine Erklärung abgegeben. Und es war ein echter Bewusstseinsbildungsprozess, der weitergetrieben werden sollte. Mein Leid ist, dass Anthroposophen in der praktischen Arbeit nicht stehen, sondern dass sie immer nur theoretisieren über die Dreigliederung
aber sie nicht vorantreiben. Und das geht nur im Gespräch mit den anderen, auch in Forderungen, auch in Auseinandersetzungen. Man hat manchmal außerordentliche Schwierigkeiten dabei, das ist klar. Aber das muss durchgekämpft werden. Das wird uns nicht geschenkt. Und so gibt es viele solche Tagungen. Kann man die Dreigliederung vorantreiben? Also so die Unterscheidung zwischen einen Gedanken überstülpen, auftropfen und... Das geht nicht darum, sondern es geht immer bei einer praktischen Seite anzufangen. Also zum Beispiel beim Urheberrecht, wo es um die Künstler ging. Da muss ich schon drin haben, das Bewusstsein, ja, dass das Urheberrecht soll aber nicht ins Kommerzielle gehen, sondern es soll die Mittel bringen für ein freies Geistesleben. Wie mache ich das? Und jetzt fange ich in den Verhandlungen an, diese Gesichtspunkte geltend zu machen. Oder wo man mit der Wirtschaft zu tun hat, dann ich habe mit der Wirtschaft nicht so viel zu tun gehabt, dann versuche ich den Industriellen also klar zu machen, dass sie ein freies Schulwesen brauchen. Dann werden sie erst gute Arbeiter kriegen, wenn sie klagen über den schlechten Nachwuchs, den sie überall haben, die unverlässlichen Lokomotivführer, wo Unheil passiert über Unheil und so weiter, die schlechten Ingenieure. Sie klagen über das Ergebnis der Schule. Dann kann ich ihnen klar machen, kann sagen, da braucht sie, warum braucht sie das? Sie braucht den Menschen, der einfach voll seine Fähigkeiten entwickelt. Unabhängig von politischen Zwecksetzungen, unabhängig auch von euren Zielsetzungen. Den braucht ihr. Erkennen Sie langsam. Aber es sind gewisse, bis etwas durchdringt, das dauert das eine gewisse Zeit. Und da müssen die Mühlen ständig gemahlen werden, immer weiter. Und in Verhandlungen, wo jeder zu verhandeln hat. Warum schließen sich die Ärzte nicht zusammen? Verlangen das zum Beispiel, nicht? Nicht nur die Lehrer, auch die Ärzte müssen sich zusammenschließen. Unter den Lehrern müssen wir auch aufklärend wirken, unter den öffentlichen Lehrern. Sie wollen ja schon, es kommt ja der Gedanke der Autonomie, auch des Lehrers in der öffentlichen Schule, immer stärker kommt er. Immer stärker ist der Druck. Und das muss sich weiterentwickeln. Und da muss ich eben dahinter sein und muss eben mittun mit den Dingen. Von der Elternschaft her, von überall her, wo einer zu tun hat. Bei mir war es von der Gewerkschaft und es war eine gewisse Einflussmöglichkeit daher, eine gewisse stärkere Wirkung war damit verbunden in den Verhandlungen. Nicht? Mit den Herausgebern der Zeitungen so harte Kämpfe zur Verhandlung gehabt. Mit den Musikverlegern, die haben ausgebeutet. Der Komponist musste alles zahlen, musste Subventionen noch bringen für den Verleger und so weiter. Dann gab es harte Verhandlungen, da wurde auf den Tisch gehauen. Und so geht es eben nicht weiter. Nicht? Der Komponist muss selber seine Rechte vertreten können und da muss ein gewisser Ausgleich gefunden werden zwischen den Interessen. Also es gab harte Verhandlungen. Dort überall gehört die Dreigliederung hin. Das heißt, das Dreigliederungsbewusstsein gehört dort hinein, wo im Leben danach gehandelt werden kann. Das ist das Allerwichtigste. Wenn ich es in der Gelehrtenstube mache, kann es ja schön sein, gebe ich wieder ein Buch heraus vielleicht, aber es ändert nichts an den derzeitigen Verhältnissen. Im sozialen Leben muss ich es vertreten. Was ist für Sie das Kernproblem im Rechtsleben, im Staatsleben? Wie das Kernproblem im Staatsleben? Nur die Parteien. Die Parteien, wir haben ja nicht den Staat, wir haben ja auch nicht staatsmännische Kunst, sondern wir haben Parteiinteressen, Lobbys, die ihre Interessen also jetzt durchboxen im Parlament und im Rundfunkrat und wo immer, in der Wirtschaft und so weiter, in den Kammern, überall. Wir haben ein Kammergesetz, da muss man nach Fraktionen wählen, politisch wählen, das ist ja Nonsens. Und langsam werden die Jugend vor allem wird müde, will das nicht mehr. Es wird sich ändern, weil es nicht mehr weitergeht. Es ist zu viel politisiert worden. Und das gehört weg. Denn was für eine Partei, die alles besser weiß und einseitig machen will, ja, die ist fehl am Platz. Das ist ja wieder ein Staat im Staat, ein Einheitsstaat im Einheitsstaat. Ich brauche etwas, was sagt, ich bin zuständig wirtschaftlich zu sagen, das brauchen wir, die Produzierenden in dieser Branche, in jener Branche. Das brauchen wir, die Konsumierenden. Das brauchen wir, diejenigen, die als Lehrer tätig sind. Das brauchen wir so und so. Wie können wir das? Können wir miteinander sprechen? Kannst du Wirtschaft? Können wir in der Kultur? Du sorgst dich über deinen schlechten Nachwuchs. Was können wir tun zur Veränderung der Schule? Aber nur musst du wissen, wir sind nicht dazu da, um jetzt das Baby schon mit dem Computer bekannt zu machen und einen Ingenieur zu züchten. Das führt zum Gegenteil. Da sind wir zuständig, das zu beurteilen und nicht du. Also reden wir darüber, wie kommst du zu den tüchtigen Leuten? Gib uns die Möglichkeit auch. Lass uns Schulen gründen, entsprechende. Nicht? Also das sind praktische Verhandlungen und so muss es gehen. Nicht anders kann es gehen.
Sonst kommt die Dreigliederung eines Tages aber aus der bitteren Erkenntnis, erst in Situationen des Zusammenbruchs wieder. Ich war in der Widerstandsbewegung, wir haben es genannt damals der staatsrechtliche Berater der Widerstandsbewegung, der österreichischen Freiheitsbewegung. Als junger Student, der im Jus studiert hatte und sich mit Dreigliederungsbewegung befasst hat. Und ich versuchte da in die Hirne, es war sehr, sehr schwer überhaupt mit Menschen Kontakt zu nehmen. Eigentlich sollte jeder nur 3 Menschen kennen und nicht mehr, weil es zu gefährlich war. Auf alle stand ja der Tod und stand die Folterung. Aber ich habe versucht, da also diese Gedanken hineinzubringen. Und dann 1945 kam die Freiheit und jetzt hat man erwartet, jetzt wird also möglich sein, alles Mögliche. Das Erste war, dass man möglichst die Widerstandsbewegung zurückgedrückt hat, dass die Russen herausgeholt haben, die alten Parteien wieder aus den Löchern und dass wieder die alte Parteiendemokratie begann, ohne Reform. Es braucht eine echte Demokratiereform im Staate. Und das heißt nicht einfach unsicher, der Staat wird entmachtet, das ist ein völliger Unsinn. Aber das Fachliche, nicht die Gesetze, aber das Fachliche für die Gesetze muss kommen, aus der Wirtschaft muss kommen, aus der Kultur. Anders wird es nicht gehen. Und dazu müssen die auch organisiert sein. Wie bringe ich denn aus der Kultur die Gesetze bis ins Parlament hinauf? Ich muss so etwas haben wie eine Sozialkulturpartnerschaft oder ich muss haben eine Art Kulturkammer, aber ohne diese politischen Kammergesetze. Das kann man ja anders organisieren auch, nicht? Also Entpolitisierung der Wirtschaft, Entpolitisierung der Kultur. Und das, was die machen, wenn man das Politik nennen will, Kulturpolitik oder Wirtschaftspolitik, dann ist das ja nur eine Frage, was bezeichnet man wie. Also der Staat gehört, der Einheitsstaat muss sich gliedern. Und zwar nicht in Parteien, die alle dasselbe wollen, die Pöstchen, die gesamten Pöstchen im Staat haben, sondern sich gliedern fachlich in die Wirtschaft, organisch gliedern in die Kultur, in die Wirtschaft und in das Rechtsleben. Selbstverständlich kann den Staat nicht abschaffen. Würde man so in die EG gehen, dann schaut es anders aus. Die EG gehört auch so gegliedert. Das heißt, die Wirtschaft braucht heute den Welthandel, muss international sein. Aber nicht die Politik hat Wirtschaftspolitik. Nicht die Politik hat Wirtschaftspolitik zu machen. Das heißt, hat zu bestimmen, was in der Wirtschaft geschieht. Das heißt, auch dort gehört die Politik gehört, die Kommission soll sich um die Rechtsformen kümmern, aber das andere macht die Wirtschaft. Ich brauche also auch dort etwas für das Geistesleben, ich brauche etwas für das Wirtschaftsleben, ich brauche etwas für das Rechtsleben, wo da sollen die Minister sitzen. Aber dass die Allmächtigen sind wieder, das heißt wieder ein Gremium von Staatsspitzen, von politischen und parteipolitischen, ist wieder an der Spitze. Das ist das Falsche an dem Problem. Wenn ich hätte dreigliedrige Staaten, die das sich zusammengeschlossen haben, dann bilden sich halt Assoziationen auch über die Grenzen. Das ist doch wunderbar. Alle Konflikte entstehen doch dadurch, dass die Kohlenflöße in Schlesien, die haben nicht gefragt, ob oberhalb Tschechisch, Polnisch oder Deutsch gesprochen wird. Die Kohlenbergwerke gingen durch. Die Natur fragt nicht nach dem oben da nach dem abstrakten Zeug der Politiker, wo die ihre Grenzen ziehen. Die Kohle- und Stahlgemeinschaft, die Ausgangspunkt war für die EG, EWG und EG und EU und so weiter, ist daraus entstanden. Führen wir doch nicht Krieg um etwas, was da gemeinsam ist. Versuchen wir es gemeinsam zu bewirtschaften. Das ist richtig. Aber nicht der Staat, weg mit dem Staat. Die Wirtschaft soll es machen. Dann entsteht kein Krieg mehr. Wenn es der Staat macht, macht das früher oder später, wenn er nicht durchdringt, er mit seinen Interessen mit dem Militär. Dann entstehen, wie beim Ersten Weltkrieg, die Schweinezucht der Ungarn und die Schweinezucht der Serben sind in Gegensatz geraten und dazu kam der Panslawismus und dann war der Weltkrieg fertig. Nicht? Was halten Sie von der direkten Demokratie als, welche Rolle sollte sie? Die direkte Demokratie ist eine Aufgliederung der Macht, ist auf alle Fälle gut, aber die Assoziationen ist noch eine andere Art. Das ist ja auch eine direkte Demokratie. Wenn ich sage, jetzt sprechen die Produzenten einer bestimmten Branche mit den Konsumenten, holen sich die. Oder rufen sogar eine Vertretung wach, der Hausfrauen von mir oder was immer es sei. Aber in der einfachen Art, wie es bei uns da funktioniert hat, ist ja das sehr gut, geht sehr gut in dieser Art. Es gibt viele Formen, wie man es machen kann. Rufen die zusammen, was ist das? Direkte Demokratie. Der Staat hat es nicht zu machen, sondern die sagen, aber leider nur für die Wirtschaftsgesetze. Und nicht, dass sie sagen, wir bestimmen auch jetzt die Schulgesetze. Und umgekehrt, bei der Kultur darf das nicht auf die Schule sich beziehen, nicht?
Und der Staat hat rein das Rechtsgefüge des Staates, der reine Rechtsstaat Wilhelm von Humboldts und Montesquieus, den man weggeschoben hat zugunsten des Einheitsstaates. Das ist die Zukunft. Es gehört wieder, muss wieder heraufkommen. Der reine Rechtsstaat, der Rechtsfunktionen hat, keine Wirtschaftsfunktionen, keine Geistesfunktionen, sondern der die rechtliche Verwaltung hat, die Durchführung hat. Das ist der Staat. Dafür muss er die Gesetze machen, aber so wie es die brauchen und die anderen brauchen. Und auch für das Soziale brauchen. Ne? Was ist Wirtschaft? Wirtschaften, ja, das habe ich versucht, also da mit diesem da unten zu klären, ein bisschen, auf das stiegen die Politiker immer ein. Etwas ist außerhalb der menschlichen Gesellschaft, er findet die Natur vor, der Mensch, hier auf Erden, nicht? Und er bearbeitet sie jetzt und das macht die Wirtschaft aus. Und auf der anderen Seite aber, warum bearbeitet er sie? Er braucht den Bergwerksingenieur, er braucht alles Mögliche, Patente und so, er braucht also den Geist. Er braucht also das schöpferische Individuum, das von der anderen Seite hereinwirkt. Und dazwischen entsteht dann die Gesellschaft. Die Kultur, die sich von da ableitet, die Wirtschaft, die sich von da ableitet, das Recht, das das zu regeln hat und keine andere Funktion hat. Das heißt, der Staat hat nicht Bergwerk zu betreiben, die Kultur hat es zu betreiben. Nicht? Macht mit der Wirtschaft aus, was sind die materiellen Aspekte, was sind die kulturellen Aspekte. Der Staat regelt nur. Eine andere Funktion hat er nicht. Er soll sich zurückziehen auf das. Er soll endlich für unsere Sicherheit sorgen, die garantiert er uns noch immer nicht. Das Verbrechen breitet sich aus. Da wird er nicht Herr. Die Mafia betreibt wieder für sich Einheitsstaat, aber unterschwellig. Was ist das Kernproblem des Wirtschaftslebens heute? Das Kernproblem des Wirtschaftslebens? Eine Hypertrophie, auch die sogenannte Marktwirtschaft, ist in Wirklichkeit eine Produktionswirtschaft. Sie arbeitet nur für das Produkt. Und wenn der andere nicht kaufen will, dann setze ich Werbemittel ein. Dann schaffe ich also Satellitenprogramme. Dann mache ich alles Mögliche, damit der kauft und noch mehr kauft. Also es ist in Wirklichkeit eine reine Produktionswirtschaft. Der Konsument ist nicht vertreten. Das war der Fehler bei der sogenannten Enders-Verfassung im Jahr 33, 34, wo man ja versucht hat, ein dreigliedriges Parlament zu schaffen. Ich nehme an, dass der katholische Priester Seipel, der damals sehr maßgeblich war, gehört hat von der Dreigliederungsbewegung und solche Impulse, es wurde auch hier mit Politikern von Steiner verhandelt, dass da gewisse Impulse aufgegriffen wurden. Und es kam dann zu dem Versuch, von diesem Austrofaschismus loszukommen, wieder ein Parlament zu gründen, aber auf dreigliedrige Art. Recht interessante Sache, da war man schon sehr stark auf dem Weg. Das war das Parlament aufgelöst, weil auf der einen Seite die Sozialisten, und hat man immer gefürchtet, Sozialisten und Kommunisten, die Gefahr sind für den Staat, dahinter Russland, und auf der anderen Seite eben das nationalsozialistische Deutschland, hinter den Rechtsradikalen, den Deutschnationalen, also Auflösung des Parlamentes, Putschversuche, Auflösung des Parlamentes, und dann ja, und Kritik des Auslands, und kann man nicht ein Parlament machen, aber wie soll ein richtiges Parlament, wo wir das nicht haben? Und dann kam diese Idee, man bildet einen Wirtschaftsrat, man bildet einen Kulturrat und man bildet einen Staatsrat. Die dritteln das Parlament. Mit den jeweils von ihnen gewählten, entsendeten Vertretern. Die Kultur entsendet Vertreter ins Parlament, hat den Kulturclub. Dann gibt es den Wirtschaftsstadtparteiclub, gibt es also den Wirtschaftsclub, den Staatsclub und den Kulturclub. Da spuckte hinein, also aber so knallhart, offen, die Dreigliederung. Vielleicht gestohlen als Idee, aber jedenfalls spuckte sie hinein. Es wäre interessant, diesen Dingen näher nachzugehen, einmal schauen, woher kamen diese Impulse, was hat man aufgegriffen. Ich nehme sehr an, die Dreigliederungsidee von Steiner hat da irgendwie Pate gestanden. Aber man machte Fehler, man verrät sie wieder. Man hat in der Wirtschaft dann eingerichtet, statt die Assoziationen der Produzenten und der Konsumenten, hat man die Wirtschaft aufgefasst als das organisierte Gewerbe, die Innungen und so weiter, und hat als Wirtschaft hingesetzt, jetzt die Vertretung praktisch ohne Konsumenten, weil das war die gefährliche Masse und so weiter, hat man sich nicht so richtig vorgestellt, und hat jetzt nur eigentlich die Produzenten hingesetzt. Produzenten und Händler, muss schief gehen. Das ist ja nicht der Ausgleich gefunden. Ich brauche das Gesetz des Lebens, es muss ja konsumiert werden, das muss ja den Ausdruck finden in der Gesetzgebung dann. Nicht? Und das hat man also vergessen, daher falsch. Wir haben heute noch aber eine Einrichtung,
Österreich ist der einzige Staat, der bei internationalen Verhandlungen um Wirtschaftsfragen eigentlich keinen Wirtschaftsattaché hat, sondern Vertreter der Handelskammer, der Kammer der gewerblichen Wirtschaft. Die werden aus der Wirtschaft geholt und jetzt gibt es da eine Branchensitzung. Ja, irgendwo geht es um, ich weiß nicht, um Ölindustrie oder geht es also um Export von etwas oder um Ankauf von dort. Dann wird der Handelsvertreter hingeschickt, privat von der Wirtschaft hingeschickt, nicht vom Staat. Von der Wirtschaft bezahlt, von der Wirtschaft hingeschickt. Hält jetzt, wo immer es ist, in Paris eine Konferenz, ladet die interessanten Branchen ein und sagt, wir möchten uns mit Ihnen auseinandersetzen über das Wirtschaftsgut so und so, Frage so und so. Echte Vertretung der Wirtschaft international aus dem eigenen heraus, aus der eigenen Kraft, aus den eigenen Ideen heraus, aus dem eigenen Können heraus und nicht durch den Staat. Das ist ein guter Anlass in Österreich. Das gehört ausgebaut. In anderen Staaten könnte man da wieder mal auf das Österreich hinweisen, das politisierte, aber da hat es halt eine gute Einrichtung. Man könnte also voneinander viel mehr lernen in Richtung Dreigliederung. Gehört gefordert. Wirtschaftsleute dazu bringen und sagen, macht doch das auch so, ihr könnt doch direkt verhandeln. Braucht sie da immer die Politiker dazwischen? Das ist eine gute Einrichtung, nicht? Die Handelskammern, sind die nicht sowieso sehr politisiert? Die Wahlen hinein erfolgen politisch, aber dann sitzt drin die Industrie und der Handelsdelegierte hat jetzt den Auftrag, ich weiß nicht, diese Stoffe, diese Gewebe, mit der dort, ob es Industrien gibt im Ausland, dann nützt kein rotes, kein schwarzes Parteibüchel, wenn er dort fachlich vertreten soll. Da fährt als Experte hin. Und da fragt man nicht nach dem Parteibuch dann. Also da hört sich's auf. Und da sollte die Wirtschaft in dieser Richtung weitergehen. Parteibuch hat nichts zu sagen über die Qualität einer Ware, über die Möglichkeit der Produktionen und so weiter. Ne? Das ist eine gute Einrichtung. Deutschland hat die Goethe-Institute, warum macht man nicht diese Leute gleich zu den Kulturdelegierten? Könnt ihr dort überall ein Kulturdelegierter sein, und jetzt werden Schulfragen und Austausch von Schülern oder ich weiß nicht etwas von diesen Leuten besprochen und nicht wieder von einem Politiker, nicht? Und so könnte man auf all diesen Gebieten wirken und eben die Idee weitertreiben. Wie würden Sie die Arbeitslosigkeit angehen? Oder haben Sie da einen Vorschlag? Arbeitslosigkeit ist an sich ja etwas Künstliches. Ich kann sie nur angehen, wenn die Wirtschaft selber die Fragen in sich bespricht. Wir haben in Österreich fast keine Arbeitslosigkeit oder die geringste immer gehabt. Sehr geringe Arbeitslosigkeit, weil die Wirtschaft selber einsieht, das ist allerdings im Westen auch vielfach erfolgt, wenn man nur ausbeutet den Arbeiter und er verdient möglichst wenig, dann habe ich kein zahlendes Publikum, keinen Konsumenten. Weil schließlich die konsumieren ja auch wieder, wenn auch nicht in meiner Branche, vielleicht in einer anderen Branche. Und daher kommt die Wirtschaft darauf, ich brauche Leute, die etwas verdienen und die kaufen können. Ein Fehler ist es, wenn der Staat sagt, dann gebe ich denen eine Arbeitslosenunterstützung, von der sie noch immer leben können und einkaufen können. Da ist der Fehler passiert und jetzt gibt es Arbeitslose, die sagen, lebe ganz gut von der Arbeitslosenunterstützung. Und daneben pfusche ich ein bisschen illegal, damit ich sie nicht verliere. Da wohne ich besser und lebe besser, als wenn ich jetzt womöglich in meinen Beruf gehe. Da liegen also die Fehler. Wieder der Eingriff der Politik. Der macht das also falsch. Arbeitslosenfrage ist überhaupt ein Problem, auch der Trennung von Lohnvertrag und Arbeitsvertrag. Das ist auch etwas, was ja Steiner aufgreift. Und dann eben sagt, der Arbeitsmarkt ist eine Fehleinrichtung. Was ist der Arbeitsmarkt? Der Arbeitsmarkt ist fortgesetzter Sklavenhandel. In der Zeit, wo Arbeitskräfte schwer zu finden waren, bei uns zum Beispiel in der Baubranche lange in der Aufbauzeit nach dem Krieg, da hat man an den Bahnhöfen sehen können, da gingen die Unternehmer hin und dann wollen sie nicht zu mir kommen und wollen sie nicht bei mir arbeiten. Der hat gesagt, was bieten Sie, Chef? Nicht? Na, das ist mir zu wenig, nicht? Das heißt, also, da hat sich's umgedreht. Und der Arbeiter war der Stärkere und hat die Löhne hinaufgetrieben, den Preis für seine Arbeit. Das heißt, er hat um sich gehandelt. Der Sklave hat selber mithandeln können. Wenn er aber in der schlechten Lage ist und ich habe genügend Arbeitslose, dann kommt der Chef und sagt, na, wenn sie um den Lohn bei mir nicht arbeiten wollen, dann können sie gleich gehen. Nicht? Also der Arbeitsmarkt ist das Übel.
Das ist das absolute Übel, der Arbeitsmarkt. Wenn ich aber in der Assoziation die Einrichtungen habe, dass ich sage, es gibt überhaupt einen Lohnvertrag und es gibt einen Arbeitsvertrag. Die Firma hat mit dem Arbeitsvertrag zu tun. Gib dem Arbeitsvertrag. Der macht bei mir jetzt, ich weiß nicht, einen Sanitätsgehilfen oder was immer es sei, und kriegt davon für den Arbeitsvertrag. Und er geht aber woanders hin. Steiner sagt, das ist sogar Sache des Staates. Zu einem Amt, das jetzt feststellt, wie viele Kinder haben sie, wo wohnen sie, haben sie einen weiten Weg und so weiter. Und jetzt sagt, der gerechte Lohn muss dann, oder Mindestlohn müsste daher das und das sein. Dann trenne ich die beiden Dinge. Und wenn der vorübergehend die Arbeit verliert, ist der Lohnvertrag deshalb noch nicht zu Ende. Und er hat jetzt eine gewisse Zeit und er muss sich also suchen eine neue Arbeit. Nicht? Das heißt, ich trenne den Begriff der Arbeit und ich trenne den Begriff des Lohnes. Der Lohn ist etwas Soziales, das entsprechend muss. Der Akademiker braucht Bücher, braucht andere Dinge, braucht ja auch einen anderen Lohn, selbstverständlich. Nicht? Aber dass einer viel verdienen muss, unbedingt viel verdienen muss, der verfügt über Millionen, der andere hat nichts, er soll verfügen können, wenn er genial ist als Unternehmer. Aber es ist nicht sein Geld. Er soll zur Disposition haben, noch und noch, wenn er geschickt ist, soll aufbauen können, soll alles Mögliche machen können. Zur Verfügung ist was anderes, als zu sagen, ich habe ein Eigentum, mein Lohn ist monatlich 1 Million. Nicht? Weil ich habe die größte Produktion gehabt bei den Parteien und bin an die Spitze dieser Bank so und so gekommen. Nicht? So schaut es ja heute aus. Und auf der anderen Seite habe ich dann den Arbeitslosen, selbstverständlich. Nicht? Weil irgendwo ist diese Verteilung ja eine falsche Verteilung. Und dann kommt immer die Rede von der Umverteilung, zwangsweise wegnehmen, anderen mehr geben. Das ist eben alles falsch. Wir brauchen eine Wirtschaft, die das selber regelt. Und wir brauchen eine Kultur, die dabei beratend mitwirkt. Denn über die Fähigkeiten, ein Grundstück zu verwalten, eine Fabrik zu verwalten, über die kann ja nur die Kultur entscheiden, nicht die Wirtschaft. Nicht? Die Wirtschaft entscheidet nicht über Fähigkeiten, sie tut es heute vielfach. Aber das ist nicht ihre Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe der Kultur. In der Dreigliederung steckt enorm viel. Aber wissen Sie, was ich immer sage, wenn man über Dreigliederung redet, da gibt es ja kein Ende, so viele Probleme gibt es. Anfangen einmal mit der Dreigliederung. Hier sitzt die Kultur, hier sitzt die Wirtschaft, hier sitzt der Staat. Verhandeln wir endlich, fangen wir an. Organisieren wir uns, fangen wir an. Aber organisch in der Demokratie, anstelle dieses politischen Zeugs, das da überall hineinfunkt dazwischen. Und dann kann man noch sagen, immer, die Dreigliederung wird im Kongo anders ausschauen einmal, als in Deutschland. Und wird in Russland auch anders ausschauen. Dreigliederung ist nur ein Grunderkenntnis, ein Grundprinzip. Das kann jetzt in verschiedene Formen kommen, verschiedene Finanzierungsformen, verschiedene Formen. Darf kein Dogma sein, so muss es sein. Und das geschieht eben vielfach, dass man sich theoretisch zu viel Gedanken macht, die dann gar nicht durchführbar sind in einer gewissen Gegend. Die Waldorfschule muss sicher in einem Negerstaat anders ausschauen als bei uns. Wo ich lauter Animisten habe, nicht? Muss doch ganz anders ausschauen als bei uns. Und diese Freiheit muss ins Kulturleben hinein und das muss mitreden können entsprechend. Also für mich ist Hauptausgangspunkt ein freies Geistesleben, das es noch nicht gibt. Es gibt nur Toleranz, die Norden sollen irgendwo denken, was sie wollen. Aber vertreten sich in der Öffentlichkeit, das können sie noch nicht. Das muss entstehen, dann ist der Dritte da im Bunde. Und dann kann man sagen, und jetzt, wie machen wir es auf dem Sektor, auf dem Sektor, auf dem Sektor? Solange das nicht ist, wird immer der Staat oder die Wirtschaft irgendetwas regeln. Einer von beiden ist der Mächtigere. Der regelt auch uns im Geistesleben und sagt uns, was wir dürfen und nicht dürfen. Und da ist das Unglück. Was ist Wirtschaft? Kernproblem der Wirtschaft? Handelsdelegierte der Wirtschaft? Arbeitslosigkeit? Wie es weitergeht oder so, wo man es anwenden kann. Auf der einen Seite kritisieren Sie das Arbeitslosengeld als motivationsschädigend vielleicht. Und auf der anderen Seite empfehlen Sie ein Grundgehalt, dass jeder Mensch seine Bedürfnisse befriedigt bekommt. Das Arbeitslosengeld richtet sich überhaupt nicht nach den Bedürfnissen. Das Arbeitslosengeld wird festgesetzt, in Österreich sind es 80% des letztbezogenen Gehaltes. Da geht jemand zum Beispiel im Sommer in die Touristensaison und sagt, ich gehe als Kellner, da verdiene ich viel gerade, da werden gesucht die Leute. Und dann geht er gleich wieder, im Herbst geht er sofort wieder in Arbeitslose, nimmt keinen Posten an und hat 80% seines früheren Gehaltes. Daneben pfuscht er dann ein bisschen. Das hat mit den Bedürfnissen überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Bezahlung durch die Unternehmer der Arbeitskraft.
Da liegt der Unterschied. Es hat mit dem Sozialen an sich nichts zu tun. Dann versuchen die Gewerkschaften, sich einzuschalten und möglichst hohe Gehälter wieder für alle herauszuschinden. Aber das sind die speziellen Preise für einen bestimmten Beruf. Das ist nicht das, was ich meine oder was Steiner gemeint hat. Das geht ja nicht davon aus, Sie sind jetzt in der und der Lage, ist akademischer Beruf, Sie brauchen das oder jenes, sind in Ihrer Lage, Sie haben die und die Kinder und so, das kümmert doch bei dem Arbeitslosengeld nicht. Man fliegt dann herum und sagt, da braucht er jetzt vielleicht eine Kinderbeihilfe. Da ist ein Student, oh je, die Studenten kriegen schon Kinder, während sie studieren, sollte man ihnen nicht da etwas geben, der studiert schon ewig, also wann ist Schluss? Und so pfistert man herum eigentlich im Sozialen. Das ist also nicht gemeint. Das Arbeitslosengeld selber nimmt eigentlich nicht auf die sozialen Bedürfnisse Bezug, sondern ist der Kaufpreis für eine Arbeitskraft. Die Gewerkschaften auf dem Arbeitsmarkt schalten sich ein in den Sklavenhandel und sagen, oh, ich stehe aber hinter den Sklaven und die kosten jetzt für die Branche so viel und so weiter. Nicht? Das ist also das, was ich eigentlich nicht für richtig halte, sondern so wie Steiner meint, etwas, wo unabhängig davon festgestellt wird, was sind die sozialen Bedürfnisse dieses Einzelnen. Und der Arbeitsvertrag ist etwas ganz anderes als das, wo es um den Lohn geht. Dort wird festgestellt, was haben Sie zu tun bei uns in der Firma und so weiter. Wie Ihre sozialen Verhältnisse sind, interessiert wieder dort gar nicht. Sollten da die Arbeitslosen nicht vielleicht direkt von den Wirtschaftsbetrieben bezahlt werden, unter staatlicher Aufsicht, sodass sie vielleicht spüren, dass eigentlich, dass es falsch gedacht ist, dass man Arbeitslose einfach den Staat. Sie meinen jetzt, wenn jetzt die Arbeitslose, die sollte von der Wirtschaft bezahlt werden. Na, sie muss ja sowieso aber nur indirekt über den Staat, der kassiert es von ihr, nicht? Ja, ja. Sicher ist dann, wenn es darum geht, ist eine überhaupt, wenn die Sozialpartner bestehen, das heißt, wenn die Wirtschaft da ist und das Geistesleben da ist, dass wiederer so sagt, der Mensch ist so und so ausgebildet, der hat diese und diese Bedürfnisse und so weiter, rein vom Geistigen her. Dann sieht man ja auch hinein, was kostet das Ganze. Jetzt ist ja das wahnsinnig teuer, der Staat kann ja das nicht mehr zahlen. 80% vom letzten Gehalt muss er überall zahlen. Und so viele, man spricht dann von den Sozialschmarotzern, nützen das aus und sagen, ich brauche nicht mehr als 80% meines früheren Gehaltes, nicht? Das ist natürlich eine krankhafte Einrichtung. Und ob das die Wirtschaft hat, die krankhafte Einrichtung, oder der Staat, die Wirtschaft würde dann sagen, ja, aber nur 3 Monate und dann zahle ich es nicht mehr. Nicht? Das ist ja kein Standpunkt. Das ist auch nicht richtig. Sondern viel gesünder ist, wenn ich das Soziale trenne von der Tätigkeit, die er da hat in der Wirtschaft. Soziale ist etwas, was dem Staat zukommt an sich, nach Steiner. Würden Sie einen Leistungsgehalt trotzdem noch nicht ausschließen? Oder sollte das ganze Gehalt vom Staat selbst? Wenn einer eine entsprechende Verantwortung hat, so soll er natürlich entsprechend verdienen auch dafür, das ist ja ganz klar. Der hat ja doch auch dann andere Voraussetzungen. Der muss vielleicht dahin und dorthin fahren. Entweder bekommt er von der Firma das Firmenauto zur Verfügung gestellt für diese Dinge, nicht? Dann arbeitet er nicht mit seinem, sondern mit fremdem Geld, mit fremdem Kapital, das er zur Verfügung hat. Kann Flugzeug benutzen, kann anderes und so weiter. Heute ist es ja so, dass die meisten versuchen, ein hohes Gehalt zu haben. Und alles andere muss der Staat oder die Wirtschaft extra zahlen. Das hat dann nichts mit seiner Tätigkeit zu tun, sondern mit der Produktion, mit der Pressure Group, die er hinter sich hat und so weiter. Und dadurch wird er etwas und dadurch kann er doppelt, dreifach Verdiener sein. Ist oft in Aufsichtsräten überhaupt nicht anwesend und wird bezahlt als Aufsichtsrat und ähnliche Dinge. Lauter Unfug, nicht? Ist dazu da vielleicht von einer Partei bestimmt, im Aufsichtsrat zu kontrollieren die Wirtschaft. De facto hat sich das umgedreht. Wessen Geld, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Und die Politiker, die man hineingeschickt haben, machen jetzt in der Partei die Politik für den Betrieb, wo sie gut bezahlt werden, nicht? War eine Fehlspekulation. Also das ist alles krankhaft, ist ungesund. Wie sollten die drei Bereiche optimal miteinander koordiniert werden? Also die drei. Ja, also bei der Endersverfassung damals, in dieser Zeit, im Jahr 33, 34, da hat man gedacht, sogar im Parlament, nicht? Dass das Parlament so gegliedert wird. In Österreich hat man die Sozialpartnerschaft und wir haben verlangt, leider nicht mit viel Erfolg, aber nur mit einer gewissen Wirkung, eine Mitsprache der Kultur des Geisteslebens. Also eine dreiteilige Sozialpartnerschaft. Die aufbereitet das, was dann ins Parlament kommt.
Und wenn die schon beschlossen haben, was für sie das Richtige ist, kann das Parlament eigentlich nur mit einem Rechts-, als Gesetzgebungsfunktionär tätig werden. Das heißt, wirklich die Gesetze gestalten. Aber nach dem, was die anderen schon beschlossen haben, nicht? Das wäre ja auch möglich, dass ich sage, da mache ich so etwas. Oder ein Senat, oder ich mache eine Kammer oder ähnliches. Oder drei Kammern, die miteinander wieder dann vereinigt sind für die gemeinsamen Beratungen. Das kann auch staatenweise verschieden sein. Es könnte in der EG überstaatlich sein. Warum denn nicht? Wir brauchen ja dort auch die Dreigliederung. Das ist ja unmöglich, was dort geschieht. Dieses Wiederverquicken von Politik und Wirtschaft. Nur, dass die Wirtschaft jetzt die Weltwirtschaft hat, die EG verlangt oder die EU verlangt. Jetzt kommt der Druck dieser Weltwirtschaft, die immer stärker wird und die Politik in ihre Dienste nimmt. Und die haben dann dort zu beschließen, was die brauchen. Nicht? Auch ungesund. Eine westliche Welt, die vom Kapital her allein bestimmt ist, ist auch falsch. Man hat nur in der EG den Versuch gemacht, auch einen Sozial- und Wirtschaftsausschuss zu bilden. Nach dem Muster, nach dem österreichischen Muster ist nicht ganz so gelungen, aber doch immerhin. Da sitzen dann Gewerkschafter und es sitzen Unternehmer und Vertreter des Kapitals, der Industrie, beisammen und versuchen ähnlich zu beraten, dann hauptsächlich soziale und wirtschaftliche Probleme. Aber es ist auch nicht ganz so das, was wir wollen, also in der Dreigliederung. Kultur ist wieder nicht dabei. Da macht man dann Hearings, bei diesen saß ich oft, bei Hearings. Nun, was hat die Kultur dazu zu sagen? Weil ursprünglich war ich mal der Meinung, die Kultur ist ausgeklammert aus der Politik der EG oder der EU. Und dann kam man drauf, das geht ja nicht, das Patentrecht in der Wirtschaft, das Urheberrecht, das spielt ja alles mit hinein in die Wirtschaft. Na, da müssen wir schon schauen, was da passiert auf dem Gebiet, das müssen wir schon international beraten. Nicht? Und jetzt hat man angefangen, einen Kulturausschuss zu machen. Dann war ein kühner Franzose tätig, der wollte gleich daraus für die Kultur was aufbauen. Den hat man dann abserviert, der war einem zu aktiv. Und jetzt macht man also sogenannte Hearings in Urheberrechtsfragen oder anderen Fragen auch. Nicht? Also die EG fängt immer mehr an, sich anzunehmen um die Kultur. Das Wichtigste dürfen wir nicht vergessen. Es gibt einen Parlamentsbeschluss der Kultur, ich habe ihn ja da drinnen, habe ich ihn, sehen Sie diese Untersuchung. Im Auftrag der Künstlerunion, der Arbeitsgemeinschaft und der Gewerkschaft habe ich diese Untersuchung gemacht, schon vor einigen Jahren. Wie wirkt sich ein Beitritt zur EG auf Kulturgebiet aus? Von dem hat kein Mensch gesprochen, nur da geht es uns wirtschaftlich besser oder schlechter. Von der Kultur spricht doch kein Mensch. Da habe ich mich dieser Aufgabe unterzogen, Beschlüsse eingeholt zuerst von denen, dann habe ich das gemacht. Ja, sehen Sie das Lesezeichen? Da ist ein Goldschatz vergraben. Gefunden, einen Parlamentsbeschluss der EG, liegt dort in den Ämtern, ist gedruckt im Amtsblatt. Entschließung zur Freiheit der Erziehung in der Europäischen Gemeinschaft. Parlamentsbeschluss, alle Fraktionen, rot, schwarz, grün, gelb, liberal, kommunistisch, von mir aus, alles, was da drin saß, sie haben das beschlossen. Und zwar als Portugal und Spanien beitrat, die ja ein sehr beschränktes und sehr klerikales, einseitiges Erziehungswesen haben. Da haben sie den Beschluss für eine Freiheit des Erziehungswesens in der EG gefasst. Ich hätte so gern, wenn die Österreich beitritt, dass man sich daran erinnert, dass auch bei uns sowas notwendig ist und vielleicht auch in anderen Staaten. Und vielleicht welche, die schon in der EG sind, sollten sich auch erinnern daran. Da steht nämlich ganz deutlich drin, dass die Kultur in der Freiheit der Eltern liegt. Dass die Kultur, dass jeder das Recht haben muss, eine Schule zu gründen. Und was so wichtig ist, kein Unterschied zwischen konfessionellen Schulen und anderen Privatschulen. Denn die Konfessionellen werden da und dort mit Konkordat, zum Beispiel in Österreich, bezahlt vom Staat. Die anderen, die fallen durch den Rost. Kein Unterschied darf sein und auch finanziell darf kein Unterschied sein, denn der Europäische Gerichtshof hat inzwischen in einem Urteil entschieden, wenn der Staat Schule macht, erfüllt er keine Hoheitsaufgaben, das heißt, er ist eigentlich Rechtsstaat und wenn er Schule macht, handelt er als Privater auf dem Schulsektor. Daher ist der Staat da nicht in seiner Hoheitsaufgabe und er hat sich daher gleich zu verhalten wie der Private. Gleiche Konkurrenz, nicht? Er nimmt das Steuergeld für sich und der Private kann keine Schule gründen. Dann ist auch auf finanziellem Gebiet für Gleichheit, Chancengleichheit zu sorgen. Ein herrlicher Beschluss, ein wunderbarer Beschluss. Deshalb habe ich das Ganze wegen dieses Beschlusses publiziert dann und verteilt wieder an alle Nationalräte und so weiter. Ich finde nur bei allen Publikationen, die jetzt der Staat herausgibt, um zu werben für den Beitritt für die EU, wird diese Resolution vergessen.
weil sie so schön ist. Da müssen wir klopfen, in allen Staaten klopfen. Ist in Deutschland schon erfüllt, auch noch nicht erfüllt. Zwar besser als bei uns, da geschieht Verschiedenes. In Norwegen zahlt der Staat also 80% für jede Schule, Betriebskosten und Investitionen. Es steht nur da, einen kleinen Beitrag kann man von einer Schule verlangen, damit sie dokumentiert ihre Unabhängigkeit. Also sie muss grundsätzlich chancengleich mit dem Staat auch wirtschaftlich behandelt werden. Wunderbar. Dazu sind dann solche Untersuchungen gut. Wenn man die Dreigliederung weiter betreibt, nicht immer nur Steiner liest, sondern sagt, das ist ja ein Auftrag an uns, das muss ja leben weiter. Und jetzt haben wir die EU, die hat es zu seiner Zeit nicht gegeben. Schauen wir uns das an. Wo können wir uns einhaken? Da können wir einhaken. Schreiben wir an die EU. Initiativen dort. Wie ich höre, sitzt sogar ein Anthroposoph in der EU. Der soll uns unterstützen, gefälligst, bei diesen Dingen und das verbreiten. Und die sollen dann den Politikern und dem Ministerrat ein bisschen auf die Finger klopfen. Was ist mit dem? Wir Parlament wollen auch was zu reden haben. Was ist mit dem? Mit dieser Resolution. Es wirkt schon. Abbau des Bildungsmonopols des Staates. Nicht? Da stecken schon Dinge drin. Für uns ist die EU jedenfalls etwas, was uns eine gewisse Befreiung von Monopolen und Ähnlichem des Staates bringt. Mehr Freiheit durch die vier Freiheiten, mehr Freiheit bringt. Wir hatten sehr viel Einfluss natürlich durch die Besatzungsmächte noch. Hatten wir sehr viel Einfluss auch des Ostens. Und um auswärtige Einwirkungen abzufangen, hat der österreichische Staat sich sehr stark gemacht natürlich, um seine Selbstständigkeit zu betonen gegenüber vor allem dem Osteinfluss, nicht? Das ist uns aber geblieben. Da haben wir noch so viel Bürokratie in der Wirtschaft und die Parteien überall drin und in der Kultur so viel Bürokratie. Für uns bedeutet also etwas, mit den westlichen Staaten in Kontakt zu kommen, die Grenzen zu öffnen, bedeutet eine gewisse Freiheit, eine Verstärkung des Freiheitsprinzips. Das spürt man jetzt schon vorbereitend natürlich, weil die müssen sich ja schon darauf vorbereiten. Sonst werden sie gar nicht aufgenommen. Kann man die Freiheit nicht besser in nationaler Eigenständigkeit entfalten als in übernationaler? Wenn man sie hat. Wenn man sie aber nicht vertreten kann, weil hier die Politik herrscht. Wie hätte man die Freiheit in einem Oststaat vertreten sollen? Da wirst du, wenn ich jetzt sage, dieser Oststaat geht jetzt mit anderen, mit den Weststaaten, eine Union ein und muss die Grenze öffnen, so wäre doch das ein Vorteil für den Oststaat. So krass ist es bei uns nicht, aber immerhin, wir haben eine zu starke Staatsbürokratie. Und obwohl, muss sagen, mir persönlich sind viele Leute sympathisch, die Beamten selber können ja nichts dafür, die sind also oft sehr gut, sehen selber ein vieles, sind selber schon für mehr Freiheit, nicht? Also dann bedeutet es doch aber eine Lockerung, wenn ich dort, wo zu viel Staat ist, mit etwas zu tun habe, was vielleicht zu viel Wirtschaft hat. Aber immerhin, es bedeutet ein Aufbrechen der Einseitigkeit, nicht? Und in diese Zweiseitigkeit, Politik und Kommerz in der EU, müssen wir hineintragen jetzt, möglichst viel den Dritten im Bunde. Ich sei gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte, muss die Kultur sagen, das Geistesleben, nicht? Der Mensch besteht aus Milliarden von Zellen, aus sehr vielen von Organsystemen. Ist der Mensch dreigliedrig oder wie ist der Mensch gegliedert? Ja, die Idee, Dr. Steiners, diese großartige Idee, leitet sich ab von der Dreigliederung des Menschen. Der hat zwar man kann ihn natürlich nicht äußerlich trennen, sagen, der Kopf ist das Geistesleben, ist ganz falsch, und da beim Gürtel auseinander trennen und dann hat man die Dreigliederung des Menschen. Das wäre völlig falsch. Ich habe natürlich das Verdauungsprinzip, wo die Kraft herkommt, habe ich im Unterleib. Aber die Kraft brauche ich bis hinauf, in die Durchblutung der grauen Hirnrinde, selbstverständlich, nicht? Ich habe die Nerven, die haben den Sitz da, aber die wirken natürlich bis hinunter, sonst funktioniert das nicht. Und ich habe in der Mitte das Kreislaufsystem, Blut und Atem, das rhythmische System, wieder für beides. Genauso habe ich es im Staat auch. In der Dreigliederung wird er nicht zerrissen, sondern wird es die organisch funktionierende Einheit hergestellt. Denn natürlich braucht die Kultur die Wirtschaft und die Wirtschaft braucht den Geist, sonst funktioniert gar nichts und der Staat braucht beides, sonst funktioniert auch wieder nichts. Und wir brauchen den Staat, selbstverständlich, wie der Mensch auch dreigegliedert ist und eins das andere durchdringt. Aber die Zentrale des Nervensystems ist nun einmal im Kopf. Und die des Rhythmischen ist in der Herzgegend. Und die, wo die Kraft herkommt und das Wirtschaftliche, ist halt nun einmal im Bauch. Und wenn ich nichts esse, dann fehlt mir die Kraft. Nicht? Also ich habe den dreigliederten Menschen. Und ich habe ihn in Denken, Fühlen und Wollen. Ich habe den dreigliederigen Menschen.
Das ist einfach eine Realität. Er ist auch zweigegliedert, so wie wir da sagen, Natur und Geist kommen und bilden jetzt von außen her den Rahmen für die dreigliedrige Gesellschaft. So ist es auch beim Menschen, nicht? Er nimmt ja auch den Geist von außen, muss er ja übernehmen, von wo hat er den Geist, nicht? Und er hat auf der anderen Seite die Wirtschaftsmittel, also das von außen ist aber das geistige Außen, selbstverständlich, nicht? Und das materielle Außen nimmt er also für seine materielle Existenz und dazwischen hat er den Ausgleich im rhythmischen System. Das ist eindeutig, wir benutzen das überall, für alles wird das benutzt und der Mensch ist sich oft nicht so bewusst, sich selber nicht bewusst, was er eigentlich ist. Anthropognotis Adon, Mensch, erkenne dich selbst, stand am Tempel zu Delphi. Wir sind noch immer erst am Weg dahin. Und Anthroposophie, was ist es denn? Naja, ein Weg dorthin soll es sein. Kein Dogma, keine Sekte, kein neuer Vatikan, keine neue Kirche, sondern eine Weltbewegung eigentlich, die nach Erkenntnis strebt des Menschen, der in sich erkennt als Produkt des ganzen Kosmos und umgekehrt. Der in der Natur erkennt wieder alles das, was eben im Menschen wirkt und dazwischen ist die Gesellschaft. Diese Dissertation über die verlogene Demokratie habe ich seinerzeit schreiben wollen als junger Student über den Gedanken Mesokosmos oder Chaos. Der Professor hat mich angebrüllt, woher haben Sie das? Das kenne ich nicht in der Literatur. Da habe ich gesagt, Herr Professor, ich habe gedacht, die Griechen haben doch gesagt, der Mensch ist ein Mikrokosmos und spiegelt den ganzen Makrokosmos in sich. Und da habe ich mir gedacht, die Gesellschaft muss dann dazwischen, wenn sie richtig funktionieren soll organisch, ein Mesokosmos sein, der mittlere Kosmos. Sonst kriege ich ein Chaos. Na, wo steht das? Da habe ich gesagt, na, ich habe mir halt gedacht, denken Sie nicht, halten Sie sich an die Quellen. Nicht? Daraufhin habe ich dann gesagt, na gut, ich soll nicht denken als Doktor bei einer Doktorarbeit. Dann nehme ich den Jakob Burckhardt, der war ein gescheiter Mann, sind gerade seine Briefe erstmals herausgekommen und habe mir aus einzelnen Sätzen zusammengeschustert meinen Mesokosmos. Und das hat er dann als ausgezeichnete Arbeit angenommen und es steht dasselbe drin. So schaut es heute aus in der Wissenschaft. Der Steiner-Vergleich, die Abbauprozesse des Nervensystems, die also mit Bewusstseinsprozessen und sagt, also bringt eigentlich das Kopfwesen mit dem Wirtschaftsleben zusammen und das Stoffwechsel, also das untere, das was Sie jetzt mit Kraftwesen dann mehr mit dem Geistesleben. Ja. So dass das sieht ja aus wie ein umgedrehter sozialer der Gesellschaft, auch. Der Organismus steht im Kopf wie der menschliche. Beides stimmt. Beides stimmt. Ich habe nun einmal den Sitz des Denkens da. Ich muss aber auch sagen, dass das, was Geistesleben ist, nicht das Denken allein ist. Denken ist das Geringste am Geistesleben. Liebe, Gefühl, Geist ist sich Verschenkendes, sich selbst Erzeugendes, von nichts Abgeleitetes sowieso. Das Denken ist ja das, was sich gerade mit den Sinnen auf das Äußere richtet, daher mit der Wirtschaft zu tun hat. Hat hier den Sitz. Heute vielfach fasst man auf, das Denken als einfach, oder das abstrakte Denken sogar, als das Geistes. Das ist ein gescheiter Mensch, das ist ein geistiger Mensch. Das ist ein Abstraktling und taugt fürs Leben nichts. Also das Denken ist für die Wirtschaft das Wichtigste. Schon richtig. Der Wille wieder ist das, gerade was wir heute als neue Menschen brauchen für die weitere Entwicklung, das, was ich brauche und in den Geist hinauftragen muss. Eigentlich ist der Geist immer schöpferisch, immer ein Willensprinzip. Es äußert sich nur der menschliche Geist auf dreierlei Art. Im Denken, im Fühlen, im Wollen. Aber es ist derselbe Geist. Und das ist ja die Einheit drin. Es sind nur drei Tätigkeiten desselben Geistes. Und das, was die Wirtschaft braucht, ist in erster Linie das Denken. Das, was das geistige Leben braucht, ist in erster Linie das Schöpferische, das Kreative. Nimmt es daher aus dem Willen. Stimmt daher genauso. Warum nicht? Aber wenn ich also sage, in unserer heutigen Zeit, wo ist also die Gescheitheit? Nur die Gescheitheit sitzt da. Die Wissenschaft sitzt da, nicht im Bauch. Ich sollte nur in die Wissenschaft die Kunst des Denkens bringen. Wenn ich sage, jetzt bringe ich die Kunst des Denkens hinein, wie ich es brauche in der Meditation zum Beispiel, dann muss ich mir den Willen holen. Ohne Wille nichts, geistig nichts ohne den Willen. Ich muss lernen, selbst meinen eigenen Geist zu vergrößern, schaffen, mich selbst schaffen, umschaffen. Es geht nur über den Willen. Das ist die Kunst des Denkens. Die Kunst der Pädagogik, deshalb sprechen wir immer von Kunst, weil der Wille hineinkommen muss. Aber physisch habe ich diese Gliederung. Das Nervenzentrum ist da
Und das brauche ich für die Bildung meines Bewusstseins. Wenn ich über meines Willens bewusst werden will, brauche ich das. Ist ganz klar. Wenn ich konzentriert denken will und schöpferisch denken will, brauche ich das, muss es ins Denken heben. Ein durchkraftetes Denken entwickeln, wie Steiner sagt. Und das geht dann in die Meditation. Das heißt also, Anthroposophie will die Weiterentwicklung in etwas, was über das bloß äußerliche, sinnliche Denken hinausgeht, in ein über den Sinnen liegendes, wo ich hineinkomme, das Denken erweitere und aus mir herauskomme. Da muss ich den Willen dazu holen. Und das ist die Zukunft des Geisteslebens. Es sind Institutionen dreigliedrig oder sollten sie dreigliedrig sein? Da wird viel Fehler gemacht. Wir müssen eine anthroposophische Gesellschaft oder eine Schule dreigliedern. Und da sagt Steiner, das gab es ja schon zu seiner Zeit. Sagt er, was wollen Sie denn? Die Schule ist als Ganzes gelebtes, freies Geistesleben. Und die anthroposophische Gesellschaft sogar, darauf kommt er auch zu sprechen. Na, wir sind doch, was sollen wir sonst sein als freies Geistesleben? Und Sie wollen jetzt die Gesellschaft, wollen Sie dreigliedern. Wieso denn? Das ist ja alles das selbstverwaltete Geistesleben. Dass es einen Verwaltungsakt setzt in der Selbstverwaltung, das ist ja noch kein Grund, jetzt zu sagen, jetzt muss ich nachdenken. Was ist dabei das Wirtschaftsleben, was ist das Geistesleben? Natürlich strömt etwas aus dem Wirtschaftsleben hinein, wirkt hinein, aus dem Rechtsleben, die Gesetze wirken hinein in das Geistesleben. Aber dieses Geistesleben ergreift das, was es da vorfindet und verwaltet sich nun selbst. Also ich muss vorsichtig sein mit der zu starken Gliederung. Ich kann sehen drinnen Wirkungen des Wirtschaftlichen und kann sagen, ja, da brauche ich auch einen Buchhalter. Aber jetzt sagen, der Buchhalter ist mein Wirtschaftsleben. Dann müsste der jetzt anfangen und zu sagen, also jetzt bilde ich eine Assoziation da bei euch, nicht? Wer ist der Konsument und so weiter. Das wäre ganz falsch. Das brauche ich nicht in dieser Einrichtung. Ich habe nur ein Wirtschaftsleben drin und ich habe ein Rechtsleben. Ich brauche auch den Juristen und da habe ich in meiner Verwaltung auch sitzen. Aber er dient dem Geistigen in diesem Fall. Das ist das Wichtige dabei. Also da darf man nicht mit zu viel ins Kleine gehen. Das ist wie beim Menschen. Im Schauspiel benutzen wir es, dass der Mensch durch drei gegliedert ist. Selbstverständlich finde ich etwas. Wenn ich die Hand nehme, wenn jemand tastet, dann tastet er mit den Fingerspitzen. Weil hier die Nerven sind, die meisten Nerven, die Empfindsamkeit. Im Finstern wird niemand so gehen, sondern wird immer so tasten. Hier habe ich den Willen. Faust ist Wille. Es gibt Menschen, die geben anderen so die Hand. Servus. Zerdrücken einem die Finger. Es gibt Menschen, die kommen, guten Morgen, Herr Kollege, geben nur die Fingerspitzen. Es gibt Menschen, die geben das Gefühl. Das ist die Fläche. Ich habe also den Menschen auch hier, ich habe ihn in der Schoßrolle, ich habe ihn hier denken, fühlen, wollen. Wenn die Frauen sehr gefühlsmäßig wirken wollen, dann legen sie sich da blau auf und wimpern. Dann betonen sie also diese Zone. Wenn der Mussolini sehr willensmäßig sein wollte, dann hat er so gemacht. War ein Feigling, aber er wollte zeigen, was für einen Willen er hat. Dann hat er unwillkürlich, hat es nicht bewusst gemacht, das Kinn genommen. Also ich habe da auch wieder den kleinen Menschen. Ich habe ihn überall. Ich habe denken, fühlen, wollen hier. Ich habe es in den Schenkeln. Überall, wo sie wollen, habe ich den Menschen dreigegliedert drinnen. Es wirkt bis ins Einzelne hinein, wirkt es. Aber deshalb kann ich doch nicht sagen jetzt, ja, jede Einzelheit ist also jetzt zu gliedern in ein Wirtschaftsleben und in das, was also dann das Rhythmische ist. Und das Rhythmische wirkt bis in die Zehe. Und das Nervensystem wirkt auch bis in die Zehe und daher ist sie dreigegliedert. Aber nicht, ich mache daraus jetzt ein Dreigliederungssystem mit eigenen, trenne das mit eigener Verwaltung. Das wäre also falsch. Und da muss man vorsichtig sein, gerade nach den Äußerungen Steiners. Ich bin froh, dass er das gesagt hat, weil ich habe auch immer solche Sachen gehört und solche Tendenzen. Ja, wo ist die Dreigliederung in der Gesellschaft? In der Institution. In einer Institution, überall, auch in der anthroposophischen Gesellschaft. So, ja. Auch davon war die Rede. Wurde sogar viel geschrieben darüber, Dreigliederung. Und da hat man künstlich den Bauverein und das und jenes. Wo ordnen wir das hin? Ist das das Wirtschaft? Ist das das Kulturleben? Also da ist man zu weit gegangen in der Spekulation. Also Steiner hätte nicht gesagt, man müsse Institutionen dreigliedern. Nicht die Institutionen dreigliedern. Institutionen der Wirtschaft sind Wirtschaftsinstitutionen und benutzen natürlich auch Patente und Geistiges. Aber deswegen kann ich jetzt nicht sagen, jede Trafik und jeder Gemüseladen muss dreigegliedert werden. Die Statistiken, können Sie
Ja, wissen Sie, die öffentliche Meinung vor allem, weil wir davon gesprochen haben, ich habe ein Meinungsforschungsinstitut gehabt, auch im Rundfunk und auch an der Universität. Und es war jetzt meine Aufgabe, jetzt zu sagen, was sagt die öffentliche Meinung zum Rundfunkprogramm zum Beispiel. Wie wird das Programm beurteilt? Wie wird das Programm erfasst überhaupt? Das war meine Aufgabe beruflich. Dann habe ich mir gesagt, hint und vorne lügt das alles, diese ganze Statistik. Ja, wie helfe ich mir in der Verzweiflung? Ich mache ja unmögliche Arbeit da. Habe studiert, wie sind Statistiken aus Australien, Statistiken aus Amerika, aus Norwegen, aus Italien, von anderen Ländern. Überall dasselbe Problem, bis ich drauf kam. Und zwar mit Hilfe des Aristoteles drauf kam, der nämlich auch schon Dreigliederungsbegriffe hatte. So wie er die Wesensglieder des Menschen kannte und dafür seine griechischen Ausdrücke hatte, so hat er auch Dreigliederungsbegriffe bereits gehabt. Alles hat eine Materie, die heißt im Griechischen Hyle, das ist dasselbe wie unsere Hülle, das ist nur Maya. Die Materie, dann alles hat eine Form und alles hat einen Zweck. Das unterscheidet er mit griechischen Ausdrücken und ich habe mir gesagt, vielleicht muss ich da, wie ist das jetzt, wenn ich da also Produktion habe, ein Buch oder nehmen wir eine Rundfunksendung, das heißt also eine Sendung für die Frau. Der Begriff. Und jetzt wurde in der Statistik angeführt, wo Australien hat so und so viele Sendungen für die Frauen und so viel für die Arbeiter, so viel für die Jugend. Und dann hat es Sendungen über Medizin, Sendungen über Politik und so weiter. Das passt doch nicht zusammen. Was ist das? Sendung für die Frau ist das Ziel. An wen richte ich mich? Medizin ist der Inhalt, der Stoff, den ich behandle. Nicht? Und dann hat es also Nachrichtenform, Hörspielform oder dramatische Formen, andere Formen, Hörfolgen und so weiter. Das ist ein Formbegriff. Wenn ich jetzt aufzähle, wie viel es für die Frau hat, dann stimmt die Statistik nicht der Vorträge und der Nachrichten und der Form, weil vieles für die Frau war Nachricht, vieles für die Frau war ein Hörspiel und so weiter. Das stimmt nicht, das lügt alles. Jetzt habe ich angefangen, es zu gliedern. Und dann habe ich mir gesagt, ja, und jetzt machen die Meinungsforschung über den Hörer. Was sagt er dazu? Was ist in der öffentlichen Meinung? Wenn die Gesellschaft in sich ruhend hat und der Mensch in sich die Dreigliederung, dann ist doch das ein Unterschied, ob er jetzt nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, nach geistigen oder nach sozialen urteilt. Das wäre interessant, das nachzuweisen. Kann man das nachweisen, dass das drinsteckt wirklich? Das war mein Problem damals, wissenschaftliches Problem an der Universität. Und ich habe mir gesagt, ich muss eine Form finden, wo man nicht einfach jetzt sagt, was sagen Sie dazu? Wollen Sie das oder wollen Sie es nicht? Und ja, ja, jetzt kommen so viel Ja, so viel Nein für Sportsendungen, so viel für Frauensendungen und so weiter heraus. Unsinn. Warum sagt er Ja? Na, das muss man gehört haben. Das muss man gesehen haben. Was ist das? Man muss, das ist nicht er persönlich. Das ist ein sozialer Gesichtspunkt. Meine Familie, die prügelt mich, wenn ich das nicht aufdrehe, die Sendung. Deswegen hört er das. Wenn Sie jetzt zahlen müssten für jede Sendung, und ich habe jetzt die Preisliste aufgeteilt, einfach die Gebühren und auf die diversen Kosten, die damit verbunden sind, kostet ein Hörspiel so viel, eine Nachricht ist das Billigste. Spricht einer ganz kurz, ein Vortrag ist auch viel. Vorträge, naja, aber wegen der, wenn es kostet, würde ich schon so viele Vorträge mitnehmen und so weiter, nicht? Hat auf einmal ein anderes Programm zusammengestellt. Dann habe ich gesagt, das muss ich herausholen. Das glaubt mir keiner, dass das so ist. Dann habe ich gesagt, dreifache Befragung. War es nicht leicht, die Mittel aufzubringen, zu laufen und Studenten zu finden und so weiter. Und dann habe ich die Befragung gemacht. Habe gefragt nach dasselbe Publikum mit dem Durchschnitt eben. Was sagen Sie zu der Sendung so und so und zur Sendung so und so? Da haben Sie das ganze Programm. Wählen Sie aus, aber bitte das, was Sie glauben, was Ihre Familie mit Ihnen hören würde, gern. Nicht? Da kam der soziale Gesichtspunkt heraus. Muss ich auf die anderen Rücksicht nehmen, was man. Und jetzt kamen Werte heraus. Gut, so und so viel. Dann habe ich dasselbe gefragt, und wenn Sie das zahlen müssen, wählen Sie also jetzt aus. Und so hat er ausgewählt, kam dann was anderes heraus. Dann habe ich gesagt, und wenn Sie wirklich frei von sozialen Gesichtspunkten, frei von wirtschaftlichen Nöten und so weiter auswählen könnten, was Sie persönlich wollen, was Sie interessiert, kam was anderes heraus. Es kamen also drei Grafiken, drei Statistiken über dasselbe Programm, Meinungsbefragung mit verschiedenen Werten heraus.
die in manchen Sendungen ganz radikal abgewichen sind voneinander. Ich habe mir gesagt, na wart's noch, jetzt muss ich euch das sichtbar machen. Ihr glaubt mir das noch immer nicht. Ihr lest ja das nicht genau. Gibt es also da einen anderen Gesichtspunkt vom Geistigen her, vom Kulturellen her, als vom Sozialen oder vom Wirtschaftlichen? Dann gab es befragen können, dass es im Einzelnen nicht alles so lang entwickeln. Nicht? Es gab dann also eine dreigliedrige Befragung, ein dreigliedriges System, wo man also eingetragen hat, auch dann die Befragungsziffern. Es gab Berechnungen der Winkel, Sinus, Cosinus, neue Formeln mussten gefunden werden. Eine komplizierte Geschichte, war aber sehr, sehr interessant. Mich dran, obwohl ich nicht Mathematiker war, habe mich dann eingearbeitet und Schulkenntnisse aufgewärmt und herausgefunden, wenn ich jetzt eine Grafik zeichne, wenn das weicht ab, muss ich die Winkel berechnen. Wie stark weicht es ab? Dann kann ich den Wert ausdrücken. Ich will also die Qualität dann quantitativ sichtbar machen. Die andere Qualität, die in der Meinung liegt, in der Meinung, in jener, will ich quantitativ sichtbar machen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich drei verschiedene Meinungen habe, dann ergibt das im Schnitt einen Mittelwert. Ah, da komme ich ja in den... Ich kann das als Kubus darstellen, was man bisher nur flächig dargestellt hat. Bei der Dreigliederung muss ich als Kubus darstellen. Ich habe die Kuben gebaut. Da ist einer abgebildet. Es gibt eine Raumdiagonale dadurch. Und auf der sind mit Stäbchen und Kugeln aufgesetzt die Werte, die sich ergeben aus dem Schnitt der Aussagen an den drei Wänden. Es gibt einen Punkt im Raum und der liegt nicht in der Mitte. Wie man annehmen müsste, Befragung hat ergeben. Nein, von dem Gesichtspunkt so, es zieht woanders hin. Das ist der Schnitt der drei verschiedenen Meinungen. So, dann habe ich gesagt, deppensicher. Ich muss ja das dem schließlich Direktor neuen Möglichen sagen. Also kommen Sie her, daher oder Politiker, wer es ist, und jetzt schauen Sie doch auf diese Diagonale von hier, in der Richtung der Diagonale, dann wird sie zum Punkt und ich müsste eigentlich die Abweichungen sehen können und den Winkel messen können. Wo ist etwas beliebt aus wirtschaftlichen Gründen oder aus sozialen Gründen und so weiter. Und das ergab dann dieses Bild, das fotografiert. Ich habe jetzt da so einen Igel in der Mitte und der zeigt mir, wo das beeinflusst ist am stärksten. Das kann ich jetzt von den verschiedensten Seiten kann ich's fotografieren, damit ich also die entsprechenden Schattenbilder bekomme. Aber ich habe dadurch jedenfalls, habe ich bekommen, nicht? Ist nichts anderes als die Fotografie dieses Würfels von der Diagonale aus. Ich habe dadurch das Anzeichen von wo ist die Meinung beeinflusst oder gebildet mit dieser Uhr. Das hat dann eingeschlagen und das hat der Silbermann in Köln an der Universität dann veröffentlicht. Und an die Universitäten verteilt. Das haben es praktisch alle Universitäten gekauft damals, weil es deutlich sichtbar war. In der sogenannten unqualifizierten öffentlichen Meinung stecken aber drei Grundgesichtspunkte. Das eine kommt also aus dem Individuellen, das Geistige, was er individuell meint, kommt immer aus dem Individuum, da haben wir wieder den Beweis dafür. Das Soziale kommt immer aus der Gruppe, nicht? Aus der Masse, was man macht, ist die unbestimmte Masse. Und das Wirtschaftliche kommt immer von dem Materiellen her. Was haben wir wirtschaftlich? Wie können wir es bezahlen? Wie können wir es machen? Und dann schaut also die Meinungsforschung anders aus. Es war ein recht interessantes Experiment. Ich werde es gar nicht als viel mehr, aber es war interessant, aus der öffentlichen Meinung die Dreigliederung herauszuholen. Dass sie schlummert in der Meinung. Im sozialen Leben schlummert sie im Unbewussten. Und da ist sie also einmal herausgeholt worden. Und außerdem hat es also die Wirkung gehabt, die Statistik belügt mich nicht mehr so. Denn vorher hat sie mich belogen, total belogen. Es war alles gelogen, alles falsch. Nicht absichtlich, aber die Statistiker haben halt zusammengeschrieben, Sendung für die Voraussendung, so und so, Sportsendung, Medizinsendung und so weiter, nicht? Haben also die verschiedenen Gesichtspunkte zusammengeschrieben und waren sich selber nicht bewusst, dass sich das überschneidet. Sie kamen nie auf 100%. Es wurden immer viel mehr als 100%, weil so und so viele Sendungen für die Frau waren, aber inhaltlich politisch oder künstlerisch oder in der Form Hörspiele oder etwas anderes, nicht? Und daher konnte es nie ausgehen auf die 100%, nicht? Da habe ich gesagt, Aristoteles, Dankeschön. Du hast mich auf die Spur geführt. Nicht? Wenn ich die Sendungen einmal gliedere nach dem, was die Begriffe sind, wonach ich Dinge überhaupt unterscheiden muss,
mit aristotelischen Begriffen und dann mir das jetzt anschaue mit Hilfe der Dreigliederung, was da drin steckt, dann kommt eben was Interessantes heraus. Wie sind die drei Begriffe von Aristoteles nochmal? Der Inhalt, die Form und das Ziel, der Zweck. Alles hat einen Stoff, wird in eine Form gebracht, zu einem bestimmten Zweck. Die drei Kriterien walten in allem. Die aristotelische Philosophie. Der Zweck ist die physische Zielsetzung. Für wen mache ich das, für was mache ich das, wozu mache ich das? Das bestimmt ja dann auch die Form, nicht? Und hat ja mit dem Inhalt zu tun. Also die drei bestimmen einander. Er hat dann sehr interessant auch seine Philosophie weiter, der Unterschied zwischen Mensch und Naturwesen in diesen Zusammenhängen und so weiter. Recht interessante Sachen gibt es da. Das heißt, die Dreigliederung urständet schon, ja, war immer eigentlich da, nur jetzt muss sie zum sozialen Prinzip werden. Also nicht politische Dreigliederung, soziale Dreigliederung. Was ist individuelle Weiterentwicklung? Individuelle Weiterentwicklung? Wenn vor Christus, also wie schon gesagt, alles kollektiv war, das heißt, das Individuum eigentlich nicht einmal Begriff war richtig, sondern jeder war als Repräsentant des Volkes. Bei primitiven Völkern ist es auch so, dass man viel weniger an den Gesichtern die Individualität unterscheiden kann. Dann heißt das, man hat da weniger Individualität gehabt, aber mehr Geist als heute. Das ist das Interessante. Eine mystische, religiös-mystische Zeit, die sehr stark in der Spiritualität lebte, lebte aber unbewusst, unindividuell, kollektiv in der Spiritualität. Traumhaft. Das ging immer mehr verloren und der Mensch erwachte hierher. Und jetzt kommt dieser christliche Impuls, nicht? In dir lebt der Geist, nicht draußen brauchst du ihn. Du brauchst dein Ich nicht ausschalten als Medium. Das sind ungesunde orientalische Entwicklungen, die man heute noch praktiziert. Im Rauschgift und in all diesen Dingen. Ausschalten des Ich, damit ich zu Erlebnissen komme. Falsch! Stärkung des Ich, das ist das, was Steiner will. Stärkung des Ich jetzt, den Geist in mir stärken. Von außen, das stirbt ab. Das ist ungesund, was da noch zu wecken ist. Der Mensch hat die Fähigkeit bekommen, besonders der Europäer hat diese Aufgabe, das Ich zu entwickeln. Und besonders der Mitteleuropäer, ne? Der entwickelt jetzt das Ich nicht nur für die äußere Welt, das englische I, wie stehe ich in der Welt als äußere Persönlichkeit, sondern was ist das Ich in mir, der faustische Gedanke? Das zu entwickeln, immer zu stärken und zum Instrument zu machen, um einzudringen in eine geistige Welt, wo ich früher nur unbewusst hineingeführt wurde. Heute gibt es einen klaren wissenschaftlichen geisteswissenschaftlichen Weg. Stärkung dieses Ich und damit Erweiterung des Horizonts, dass man anfängt, mehr als mit den fünf Sinnen zu sehen, ist ja so ein Begriff. Weil im Geistigen gibt es keinen Raum und keine Zeit, also man stellt sich ja das alles falsch vor, nicht? Der Gedanke des raumlosen, zeitlosen Erlebens ist für den heutigen Materialisten ja ein unfassbarer Gedanke oder fast unfassbarer Gedanke, obwohl die bildenden Künstler in der Moderne es gesucht haben, obwohl die Dichter es gesucht haben, die Komponisten immer wieder und immer deutlich suchen, aber es ist halt noch sehr schwer und erfordert natürlich auch dann etwas, was Steiner von uns verlangt, dass man selber zu dem geeigneten Instrument wird, nämlich drei Schritte in der Moral auf einen Erkenntnis. Hart, bitter, sehr hart, aber ohne das nichts, auch wenn man Anthroposoph ist, nichts, gar nichts. Dann kann man immer nur herumtheoretisieren und sich Esoteriker nennen, aber wo die drei Schritte nicht sind in der Moral, dort ist auch die Esoterik nicht oder ist eine ungesunde orientalische, die das Bewusstsein schwächt. Auch wenn man sich Anthroposoph nennt. Also die Weiterentwicklung geht nur aus dieser wirklichen, präzisen Höherentwicklung des Menschen. Deshalb sagt er auch, die neue Einweihung ist eine Einweihung des Willens. Eine moralische Einweihung. Da muss ich über die Moral und moralische freie Intuition gehen, um hineinzukommen ins Geistige und nicht über abstraktes Denken. Was ist Anthroposophie? Anthroposophie, ja, dieser Weg, weil auf diesem Weg, der dazugehört, nicht? Weshalb ich muss so doch etwas sagen. Man soll nicht Hellseherei und Einweihung verwechseln.
Die Menschen suchen immer Hellseherei, Sensation. Ich sehe auch etwas, Geister oder etwas. Nicht? Dann fängt er mit dem Tischlerrücken an oder nimmt Hasch oder sonst etwas. Nur damit er also seine Sensationslust befriedigen kann. Alles Humbug, alles Humbug. Nicht notwendig. Einweihung ist das Wichtige. Das heißt, seine Erkenntnis, seine Persönlichkeit, seine geistige Persönlichkeit als Ganzes so zu stärken, dass man ein Instrument wird für das Geistige. Eine Armatikgeige muss man aus sich machen. Der Mensch, heute ist ja irgendein Zeug, was da irgendwelche Töne von sich gibt, aber eine Armatikgeige, eine edle Armatikgeige zu werden mit den vier Seiten, den vier Wesensgliedern und darauf kann also jetzt das Geistige spielen, das geeignete Instrument zu werden, das ist das Eigentliche. Und Anthroposophie will nun eine Menschen- und Welterkenntnis uns aus dem Geistigen, dass ein Steiner früher eindringen konnte, und zwar als bewusster moderner Wissenschaftler, sogar Naturwissenschaftler, Techniker, der er war, Mathematiker, der er war, vorangehend eben, oder auch andere, aus diesen Hilfsmitteln heraus die Möglichkeit zu geben, dass wir sagen, jetzt entwickle ich langsam in mir den höheren Menschen, nicht den Gewaltübermenschen, nein, den geistigen Übermenschen. So wie es früher mal in alten Zeiten gegeben hat, die Heroen, die in sich einen Gott getragen hat, so jetzt in sich entwickeln, aus sich heraus, mehr als das, was man äußerlich ist, als Herr Hofrat oder Herr Amtsrat oder Herr Inspektor oder was es da sonst ist. In Österreich hat man die Titel so gern, nicht? Weil man sich sehnt nach etwas Höherem, aber es glaubt, mit dem Titel zu befriedigen zu können. Und man soll es mit der inneren Entwicklung befriedigen. Und da soll man nicht viel reden drüber, sondern soll es machen, wie bei der Dreigliederung, machen. Nicht reden, sondern machen, machen. Und reden dort, was notwendig ist, damit etwas weitergeht. Und sonst gar nichts. So lange ist es weggeschoben worden. Hätten wir 1945 im Chaos genügend Leute, die sich damit beschäftigt haben, wir hätten heute eine andere Welt. Wir müssen auf die nächste Katastrophe warten und hoffentlich sind dann die Leute besser geistig vorbereitet und haben es nicht abgeschoben als politisch. Wieso kam sie nicht durch? Sie war eben, die Leute haben nichts davon gewusst. Sich zu wenig ernst genommen, ist zu wenig esoterisch. Das ist ja das äußere Leben und das ist ja, naja, und das ist sogar Politik und so. Ne? Für die einen zu wenig esoterisch, für die anderen zu viel. Oder? Naja. Ja, aber für die es zu viel ist, ist es im abstrakten Sinn zu viel, nicht? Das ist mir zu hoch, da komme ich nicht zurück. Wie ist das Lohn und Arbeit oder was ist da? Was sagt das Schwundgeld oder wie? Das ist mir zu kompliziert. Wenn man das Esoterik nennt, ja. Aber sonst beschäftigt man sich doch lieber mit wie erlangt man und mit diesen Dingen, mit der Akasha-Chronik und all diesen Dingen. Es ist so schön, da ein warmes Bad zu nehmen. Aber das andere sind die Realitäten des Lebens und dort gilt es einzugreifen. Anthroposophie will die ein, dass wir eingreifen tun. Das muss halt jeder tun. Wir können das nicht sagen, dasselbe wie hier sollte in Deutschland oder in Frankreich geschehen. Andere Ansatzpunkte. Aber man soll das, was die einen machen, die anderen kennen und vielleicht findet man dadurch irgendeine Möglichkeit. Und das ist das Wertvolle, wenn Sie so einen Film machen. Halte ich für sehr gut. Am Schluss wieder nicht der Hügel, am Schluss.